Teilnehmer. Oh. Wie schalten wir stumm? So we wait a couple of more minutes. Okay, dann fangen wir, glaube ich, an. Okay, ihr könnt mich hören. Ja. Ja, dann fangen wir, glaube ich, an, kurz nach zwei. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Regine Gessner und ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum M-Enabling Forum Dach im Namen der Firma EJ Krause und Associates und unseren Partnern der globalen Initiative für inklusive Informationstechnik oder kurz G3ICT. Wir veranstalten gemeinsam M-Enabling-Konferenzen zum Thema digitale Barrierefreiheit. Seit 2011 gibt es den M-Enabling-Summit jährlich in Washington. Kennen vielleicht einige von Ihnen oder haben gehört. Und seit 2018 haben wir schon zwei Konferenzen hier in Düsseldorf abgehalten. Heute sind wir online und ich danke an dieser Stelle ganz herzlich den Kollegen von IAAP Global für die Bereitstellung und für die Organisation der Zoom-Plattform. Danke an die Kollegen im Hintergrund. Ein besonderer Dank geht an Team Mobile Accessibility für die Unterstützung unserer Veranstaltung. Dann gebe ich Ihnen noch einige organisatorische Hinweise, bevor es gleich losgeht. Für die Schriftdolmetschung haben wir die Firma Delph Interpret, die Kolleginnen sind zugeschaltet. Schriftdolmetsching können Sie anklicken, unten im Bildschirm, so ja, auf der linken Seite CC Live Transkript, da können Sie die Schriftdolmetschung anklicken und mitverfolgen. Es begleiten uns Gebärdendolmetscher von der Firma VerbaVoice. Und für die Übersetzung unseres Sprechers aus USA, in der ersten Podiumsdiskussion, haben wir dann noch eine Dolmetscherin dabei. Es gibt einen Streamtext-Link, wenn jemand die Veranstaltung in Englisch verfolgen möchte. There should be a Streamtext-Link for English. If we have some guests that want to follow our conference in English, that should be appearing in the chat on the right side, so you can use this link and open it in a separate browser and follow our conference in English. Wir haben die Mikrofone ausgeschaltet, damit keine Hintergrundgeräusche stören. Wenn es irgendwelche Probleme oder Fragen gibt, dann stellen Sie uns das bitte im Chat, dann werden wir versuchen, das so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen. So. Da die Veranstaltung M-Enabling Forum Dach heißt, haben wir heute auch alle drei Länder, Deutschland, Österreich und Schweiz, vertreten.
Und damit leite ich weiter zur charmantesten Moderatorin Österreichs. Ich begrüße Sabine Lobnik. Sabine, wink uns mal. Sabine ist stellvertretende Direktorin für Kommunikation und Regulierung beim Mobile und Wireless Forum. Das ist ein internationaler Verband von Unternehmen aus dem Bereich Mobilfunk, 5G-Netzwerk, Internet der Dinge, Wireless-Kommunikation. Und das interessante Hauptprojekt von dem Verband ist das Projekt GARI. Das ist, GARI steht für Global Accessibility Reporting Initiative. Und das ist, hilft Verbrauchern, Nutzern, Geräte zu finden, die von ihrer Bedienbarkeit und ihrer Zugänglichkeit für den jeweiligen Nutzer, für die Bedürfnisse des Nutzers passend sind. Wie zum Beispiel Mobiltelefon mit Screenreader eingebaut oder Fernsehgeräte, die mit Spracherkennung zu bedienen sind. Also Sabine hat da ein umfassendes Wissen und sie ist auch von Beginn an Wegbegleiterin bei M-Enabling, sowohl in Washington als auch in Europa, als Moderatorin, als Sprecherin, als Beraterin. Und wir freuen uns ganz besonders, dass sie uns heute durch das Programm führen wird. Und Sabine, dann würde ich mal sagen, jetzt geht es von Deutschland an Österreich weiter und ich gebe das Mikrofon weiter an dich. Super, vielen Dank, Regine, für die Einleitung. Und soweit funktioniert die Technologie. Ich hoffe, es hört mich jeder. Daher auch ein ganz herzliches Hallo von mir an alle Teilnehmer. Wir haben knappe 3 Stunden Zeit, um so richtig in das Thema digitale Barrierefreiheit einzutauchen und natürlich mit dem Hintergedanken auch so richtig den Benefit rauszuziehen aus der geballten Erfahrung unserer Sprecher und Diskussionsteilnehmer. Digitale Barrierefreiheit ist ein relevantes und aktuelles Thema, in dem sich im Moment auch sehr viel tut, sowohl auf regulatorischer wie auch wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Seite. Und wir möchten natürlich alle diese Aspekte heute in unserer Diskussion, in unseren Vorträgen beleuchten. Deshalb freue ich mich dann auch, gleich das Wort an Michael Wahl weiterzugeben, der uns einstimmen wird mit einer Keynote mit dem Thema Digitale Barrierefreiheit als Schlüsseltechnologie der Zukunft. Das ist ein guter Auftakt für unsere Diskussionen. Michael ist der Leiter der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik in Deutschland. Das ist ein ziemlich langer Titel. Er war früher Leiter, Referatsleiter im Landesministerium und ist auch deutscher Meister im Blindentennis. Mit diesen Worten möchte ich gleich das Wort weitergeben. Michael, the floor is yours. Dankeschön, Sabine. Ja, hallo in die Runde, hallo zusammen, hello to the English-speaking guests. Und ich werde heute eine kleine Reise mit Ihnen machen über die Zukunftstechnologie und Teilhabetechnologie, barrierefreie, digitale Barrierefreiheit. Wir haben uns von der Überwachungsstelle ganz kurz, weil der Titel wirklich kompliziert ist, haben wir uns abgekürzt, BFIT-Bund. Vielleicht auch kurz einen kleinen Hinweis, das ist auch unsere URL, also alles, was Sie für uns wissen wollen, wenn Sie von uns was wissen wollen, wenn Sie uns kontaktieren wollen, findet man unter www.bfit, BF Barrierefreiheit, it-bund.de. Gut, dann geht es los. Wir können gerne schon auf den Inhalt starten. Ich werde Sie heute erstmal ein bisschen, werde ich zur BFIT-Bund noch erzählen. Dann haben wir die nächsten Kapitel mit der Barrierefreiheit, warum die in die Zukunft geht, warum digitale Barrierefreiheit als Schlüsseltechnologie fungieren kann, ist das dann das letzte Kapitel. Und wir haben auch noch die digitale Barrierefreiheit und Beeinträchtigung als Kapitel 2. Das ist vielleicht ganz wichtig, diese kleine Randnote, die ist nämlich gar nicht so klein, da steht Beeinträchtigung, nicht Behinderung. Dazu kommen wir aber gleich noch, warum das auch gerade für Wirtschaftsunternehmen, aber auch natürlich für die Endnutzerinnen und Nutzer wichtig sein kann. So, der erste Teil ist überschrieben, die BFIT-Bund, also ein paar Sätze zu uns. Ich mache das ganz schnell. Wir haben 4 Säulen bei uns, die wir verantworten. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir hier sind. Sie sehen es hier, es ist Prüfen, es ist Beraten, es ist Berichten und es ist unser Ausschuss.
die digitale Barrierefreiheit, so wie sie gerade, jetzt wurde ja schon gesagt, regulatorisch unterwegs ist, hat eigentlich zwei Richtlinien, zwei große. Eine Richtlinie ist die EU-Webseiten-Richtlinie, die hat uns ins Leben gerufen. Die müssen wir bedienen und in diesem Rahmen prüfen wir auch. Die gesetzlichen Bestimmungen sehen Sie jetzt hier, die sind nicht so interessant, die kann man ja nachlesen. Grundsätzlich in der BETV des Bundes und dem BGG im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz. Wir haben uns intern den Auftrag gegeben, dass wir auch beraten, das steht auch im Gesetz. Also wir wollen immer, dass wir alle Prüflinge, die wir prüfen, egal ob es Webseiten oder mobile Anwendungen sind, auch gleichzeitig beraten. Das klappt auch ganz gut, die Quote ist recht hoch und auch nur so kann man digitale Barrierefreiheit, glaube ich, auch voranbringen. Dann haben wir Berichten. Der EU-Bericht, ja, saß ich heute Morgen noch dran, ist, muss bald fertig sein. Das ist sehr spannend, gerade weil er aus allen europäischen Ländern kommt. Der wird, der Prüfungs- oder der Überwachungszeitraum endet am 22.12. diesen Jahres und wir rechnen dann damit, dass die Kommission 2022 entsprechend dann alle Berichte aus allen 27 Ländern sind wir jetzt noch, na, die Schweiz berichtet auch, aber ich glaube ein bisschen später, die sind freiwillig, eben auch entsprechend veröffentlicht. Dann kann man auch ein bisschen sehen, wie digitale Barrierefreiheit sich in Europa eben entwickelt, ob das ein Gleichschritt ist oder eben unterschiedlich. Und unser Ausschuss ist in der BITV angelegt. Ist ganz spannend, weil wir da sowohl Wirtschaftsvertretungen als auch die öffentliche Hand, als auch die Selbstvertretungsverbünde oder Verbände der Menschen mit Beeinträchtigung und auch die Hochschulen versuchen zu vernetzen in diversen AGs. So, das war jetzt der kleine Part zu uns und jetzt wollen wir zur digitalen Barrierefreiheit kommen. Die, ich habe Ihnen eine kleine Definition hier mitgebracht, wie wir digitale Barrierefreiheit verstehen. Wenn jetzt noch blind- und sehbehinderte Menschen dabei sind, es geht also hier im Auditorium, dann geht es darum, dass digitale Barrierefreiheit dann entsteht, wenn man eben digitale Barrierefreiheit vollumfänglich und ohne Hindernisse nutzen kann. Und dieser Raum der Digitale wird natürlich immer größer, nicht nur durch die Pandemie, sondern eben auch schon, denke ich, vorher. Also E-Commerce gab es auch schon vor Corona, Bankleistungen, ich weiß nicht, also E-Banking macht ja fast jeder, es wird mit PayPal und den ganzen Bezahlungsdienstleisten noch mehr, etc. pp. Ich denke, dass das wichtig ist, um das Digitale bei digitaler Barrierefreiheit noch ein bisschen zu stärken. Ein bisschen zur Zielgruppe oder zu den Nutzerinnen von digitaler Barrierefreiheit kommt auf der jetzigen Folie. Wie Sie sehen, wir haben klassisch natürlich, können wir sagen, 7,9 Millionen Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung. Das ist, wenn man sich im Sozialgesetzbuch jetzt nicht so auskennt, alles, was einen Grad der Behinderung über 50 hat. Das kann ja vom Rückenleiden bis zur Blindheit oder Gehörlosigkeit oder auch zur Lernbehinderung alles sein. Was aber noch viel interessanter ist, ist mit Sicherheit der Fakt, dass wir, wenn wir von anderen Voraussetzungen ausgehen, also von Menschen, die vielleicht eine Brille tragen oder die ältere Menschen sind oder die Zugänglichkeitsprobleme in der deutschen Normalsprache haben, dann steigen natürlich die Zahlen, sehen Sie hier, also Brillenträger 40 Millionen in Deutschland, dann steigen natürlich diese Zielgruppe sprunghaft an. Das war das, warum ich Menschen mit Beeinträchtigung vorhin oder warum wir das favorisieren, weil uns eigentlich von der BEFI das relativ egal ist, ob im SGB 9 in den Paragraph im SGB 9 unter die Schwerbehinderung fällt oder ob man eben die Beeinträchtigung hat. Wir gehen davon aus, dass wir das Internet für alle zugänglich machen möchten. Die nächste Folie ist eine kleine Übersichtsfolie. Da sehen wir so ein bisschen den demografischen Wandel abgebildet in Deutschland von 1991 bis 2019. Die Kernaussage dieses Dokumentes oder dieser Übersicht ist, es gibt, gut, das wissen Sie auch wie ich, es gibt immer mehr Menschen, hochaltrige Menschen oder Menschen, die mittlerweile, kann man ja fast schon, gibt es ja auch ja, Leute, die behaupten, die beste Lebenszeit beginnt mit 60. Zumindest wird diese Gruppe immer mehr und dieser demografische Wandel nimmt auch immer mehr an Fahrt auf. Das ist, sage ich mal, ein gesamteuropäisches Phänomen. In Deutschland sieht man hier, glaube ich, ganz deutlich, dass dieser Wandel im Gange ist und der beschleunigt sich auch noch eher. Dann möchte ich ein bisschen aufschlüsseln, was denn hinter Menschen mit Beeinträchtigung steckt. Also welche Beeinträchtigung kann man sich da vorstellen? Wenn Sie die Folie hier sehen, haben wir hier im Überblick einmal die Menschen mit
Seheinschränkungen. Das kann sowohl eine Sehbehinderung sein, wie gesagt, auch die Brille kann das sein, viel Dioptrien, das kann eine komplette Blindheit sein, das kann aber auch eine Farbfehlsichtigkeit sein. Wir haben Menschen mit Höreinschränkungen, also auch da verschiedenster Couleur sozusagen, von der Schwerhörigkeit bis zur Gehörlosigkeit, und was auf der Folie jetzt noch nicht so rauskommt, sind auch die Menschen mit Mehrfachbehinderung. Also wir haben auch Menschen mit Hörsehbehinderung zum Beispiel, die dann noch ganz spezielle Anforderungen haben. Auch die darf man nicht vergessen. Dann haben wir die Menschen mit motorischen Einschränkungen. Auch das ist am Computer wichtig. Wenn sie mal einen Gipsarm haben oder die Maus bedienen müssen, wenn sie Rheuma haben oder Ähnliches, dann wären sie sehr dankbar über Tastaturbefehle. Auch diese Gruppe nicht zu vergessen. Und die Menschen mit Lernbehinderungen sind sicherlich auch noch eine Gruppe, die groß ist. Da ist ja die leichte Sprache sehr, sehr wichtig in Deutschland. Da haben wir in Deutschland auch eine gesetzliche Sonderregelung. Das wird im Bericht auch rauskommen an die EU, denke ich mal, dass da die Bedarfe auch noch relativ groß sind. Gut, wir können zur nächsten Folie gehen. Das ist eine Übersicht für Sie, habe ich da mitgebracht. Das ist eine ARD- und ZDF-Studie der Internetnutzung. Kurz zusammengefasst, Sie können hier die einzelnen Alterskohorten sehen und die Kurve, die am meisten ansteigt. Jetzt kann ich nicht sagen, welche Farbe das hat, weil das sehe ich nicht. Aber mein Alttext sagt mir hier, den wir selbst geschrieben haben, dass die Gruppe der 60-Jährigen signifikant angestiegen ist in der digitalen Barrierefreiheit beziehungsweise in der Nutzung des Internets. Und wenn wir jetzt vorhin den Graphen geschaut haben oder gesehen haben, die Demografie und hier die Digitalisierung, dann sind das sicherlich zwei Treiber, die dieses Feld digitale Barrierefreiheit für alle Akteure, egal ob staatlich oder wirtschaftlich, in Zukunft noch wichtiger machen. Die nächste Folie, wir sind in Kapitel 3, möchte ich Sie ein bisschen über die Zukunft der digitalen Barrierefreiheit mitnehmen. Wir haben ja nachher noch den sehr differenzierten und guten Vortrag von dem Herrn Clemens Kruse zur rechtlichen Situation. Ich habe hier nur ein kleines, weil wir jetzt in Zukunft schauen können, ein bisschen Stichworte mitgebracht. Wir sind gerade dabei, das ist die andere Richtlinie, Sie sehen es da oben, die EU-Richtlinie aus 2018 mit der Nummer 889. Das ist der sogenannte European Accessibility Act, der in Deutschland umgesetzt wird durch das hier BFSG, ist die Abkürzung für Barrierefreier Stärkungsgesetz. Und in diesem Gesetz geht es vor allen Dingen, möchte ich mich natürlich jetzt fokussieren, auf die Dienstleistungen, auf die digitalen. Um die geht es eben unter anderem in dem Gesetz. Und da ist gerade eine Rechtsverordnung in Arbeit, die konkret auch nochmal bestimmen soll, als Gesetz verabschiedet, wie digitale Barrierefreiheit eben ausgestaltet werden soll. Die Umsetzung, gerade wie gesagt, dieser erfolgt durch eine Rechtsverordnung, und in dieser Rechtsverordnung wird der Anhang 1 zu dieser Richtlinie, zu dem European Accessibility Act umgesetzt. Da ist natürlich noch offen, wie er umgesetzt wird. Grundsätzlich ist ja die Regularien auf europäischer Ebene immer, dass man das, was Europa vorschreibt, umsetzen muss, aber man natürlich frei als Mitgliedstaat ist, also in dem Fall als Mitgliedstaat Deutschland, auch mehr umzusetzen. Das ist noch in der Mache, da müssen wir noch gespannt abwarten, was sozusagen, ja, State of the Art sein wird. Abzusehen ist aber schon, wenn man in diesen Anhang schaut, dass da die vier Komponenten, die Sie hier sehen, also wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust, auch die tauchen in diesem Anhang der EU auf, und man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass die auch eine gewisse Rolle spielen werden. Das Ganze verweist dann wieder auf die WCAG-Regularien, das sind ja die vier Prinzipien. Ich glaube, dass weiß ja auch jeder. Die werden also auch in der Zukunft auch bei diesen gesetzlichen Regelungen eine Rolle spielen. Und die auf der nächsten Folie sieht man jetzt, gerade haben wir ja gesagt, die Dienstleistungen an sich auf Webseiten und mobilen Anwendungen müssen barrierefrei, wahrnehmbar etc. der vier Prinzipien getreu sein. Es geht aber auch um Informationen. Das ist, glaube ich, noch ganz wichtig, weil die Informationen zu den Produkten und auch zu den Barrierefreiheitsfeatures, auch zu der Interoperabilität mit assistiven Hilfstechnologien. Das alles muss auch barrierefrei gestaltet werden. Also auch da, wie ich persönlich finde, ein sinnvoller Hinweis oder eine sinnvolle Pflicht, die da auferlegt wird, von Seiten der EU-Kommission zu sagen, es gibt nicht nur Produkte und Dienstleistungen, sondern auch die müssen verbunden werden, müssen quasi in einem gedacht werden, in einem Prozess, also auch hier vom Nutzer ausgedacht, und sie müssen auch vor allen Dingen
informieren über barrierefreie Features, die schon da sind, was natürlich dann auch der Nutzung und auch damit dem Kundenkreis für das Produkt gut tut und auch helfend zur Seite steht. Dann kommen wir in den nächsten Bereich. Das ist der Blick in die Zukunft und soll ein bisschen die Frage beantworten, warum jetzt Barrierefreiheit oder digitale Barrierefreiheit eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft ist. Ich habe dieses Kapitel überschrieben von der Teilhabetechnologie zur Technologie der Zukunft. Sie sehen hier ein bisschen begründet, warum ich mich traue, das sozusagen so aufzuschreiben oder hier auch kundzutun. Wir haben durch die digitale Barrierefreiheit sicherlich Möglichkeiten und auch Gewinne, die nicht nur Menschen mit Beeinträchtigungen zugute stehen. Ich hatte den Wecker eigentlich auf stumm gestellt, aber gut, ich weiß ja auch 2 Minuten. Die Barrierefreiheit hilft, Sie sehen es auch hier sicherlich bei der Gestaltung von SEO, sicherlich auch bei der Übersichtlichkeit und auch dem schlanken, guten Produkt, sei es eine App oder sei es eine Webseite oder auch eine Software. Sie hilft bei der Zugänglichkeit und auch bei der Gebrauchstauglichkeit, der sogenannten Usability. Also auch da, es gibt manchmal immer wieder Mythen, dass Barrierefreiheit irgendwie der Usability ins Gehege käme oder der SEO. Das ist nicht so, das kann man aus Erfahrung schon sagen. Also wenn Sie ein Produkt von Beginn an, das ist auch ganz wichtig, barrierefrei und optimalerweise oder eine Dienstleistung unter Beteiligung der Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigung designen, gestalten, auch im Prozess barrierefrei halten, haben Sie sicherlich auch für die benannten Bereiche einen Vorteil. Und ja, insofern ist digitale Barrierefreiheit hier sicherlich etwas, was nicht nur Menschen mit Beeinträchtigung gut tut, sondern auch den Wirtschaftsunternehmen oder anderen Nutzergruppen. Dann haben wir die letzte Slide. Die ist überschrieben mit Vernetzungsgewinnen der digitalen Barrierefreiheit. Das sind hier so 7 Stufen, die skizziert werden. Sie sehen das. Nach meinem Dafürhalten sind wir auf der Stufe 2 irgendwo. Also wir haben die Standards der digitalen Barrierefreiheit, die sind ja da, die EN-Norm 301 und so weiter oder sämtliche anderen aus der Normenreihe 9241. Natürlich werden die weiterentwickelt. Wir haben auch Best Practices und wir werden natürlich auch in der Zukunft sehen, dass durch diese digitale Barrierefreiheit dann immer mehr Menschen, die darauf angewiesen sind, auch ins Internet teilnehmen wollen, teilnehmen können, erst in die Lage versetzt werden, empowered werden sozusagen. Das wird natürlich dann auch wieder Strahlkraft auf Multiplikatoren haben. Und irgendwann kommen wir vielleicht dann da an, dass digitale Barrierefreiheit eben auch als Marktpotenzial noch mehr gesehen wird. Der Markt ist immer noch, das kann ich glaube ich sagen, relativ überschaubar an Anbietern und das Angebot steigt. Und ganz wichtig finde ich auch, dass man es in die entsprechende Lehre, sei es jetzt an Hochschulen, sei es auch an Schulen vielleicht direkt schon in Sensibilisierung, sei es in der öffentlichen Verwaltung etc., dass man digitale Barrierefreiheit da einspeist. Vielleicht auch als Traineeship im Programm, dass wenn man als neuer Entwickler ankommt, mittlerweile sind die ja alle sehr jung, noch sehr aufgeschlossen, dass man da vielleicht auch einen kleinen Block zur digitalen Barrierefreiheit mit eingibt in verschiedene Curricula. Und zuletzt, getrieben von der Demografie und wie schon gesagt auch der Digitalisierung, die beiden voranschreitet, kann man davon ausgehen, dass eben die digitale Barrierefreiheit eine Zukunftstechnologie ist und sicherlich auch eine Schlüsseltechnologie. In diesem Sinne hoffe ich und wünsche ich, dass die Veranstaltung heute gute Beratung stattfinden wird, ein guter Austausch. Wir haben spannende Podien, spannende Vorträge und ich bedanke mich an der Stelle für Ihr Gehör und bin gespannt, wie es weitergeht. Dankeschön. Super, vielen Dank, Michael, für diesen Auftakt. Ich glaube, du hast uns sehr gut vermittelt, die große Relevanz dieses Themas, die Bandbreite an Menschen, die das betrifft, für die es wichtig ist, für die es eine Rolle spielt und dann auch das Potenzial von digitaler Barrierefreiheit für alle Nutzer und Nutzerinnen von digitaler Technologie, was dann im Endeffekt jede Bürgerin, jeder Bürger sein wird oder mittlerweile schon ist. Mit diesen Worten kann ich gleich überleiten zu Clemens Kruse, der uns einen spannenden Vortrag geben wird, und zwar einen juristischen Überblick über das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das ist ein richtig schöner, deutscher, langer Ausdruck. Wir kennen es alle unter European Accessibility Act, das dann halt als Barrierefreiheitsstärkungsgesetz übertragen wird. Herr Kruse, Clemens ist der Leiter der Landesfachstelle für Barrierefreiheit in Sachsen-Anhalt.
war früher Geschäftsführer im Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit, hat auch einige Beiträge, Fachbeiträge zum Thema Barrierefreiheit veröffentlicht und ist seit 2020 auch Dozent des Kurses Rechtsgrundlagen im Masterstudiengang Barrierefreie Kommunikation an der Universität Hildesheim, so auch in der Bildung, Ausbildung der nächsten Generation in Barrierefreiheit tätig. Mit diesen Worten, Clemens, darf ich gleich überleiten. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich gebe meine Präsentation frei und hoffe, sie ist zu sehen. Bitte sonst um Rückmeldung, falls das nicht der Fall sein soll. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, Ihnen etwas zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zu sagen. In der Tat, leichte Sprache ist das nicht. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist die Kurzfassung des deutschen Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über barrierefreie Produkte und Dienstleistungen, die ja schon mehrfach angesprochen war. Das in 20 Minuten zu tun, ist eine kleine Herausforderung, deswegen will ich gleich loslegen und möchte Ihnen allen vier Punkte präsentieren. Zunächst einmal darlegen, welche Dienstleistungen und Produkte eigentlich von diesem Gesetz erfasst sind, welche Anforderungen der Barrierefreiheit umzusetzen sind. Da haben wir ja eben schon etwas gehört, das muss ich dann nicht wiederholen. Und drittens dann darauf eingehen, wie das Gesetz die Einhaltung der Anforderungen sicherstellen will. Und am Ende möchte ich in Bezug auf das Thema der heutigen Tagung Potenzial digitale Barrierefreiheit ein paar Überlegungen zur Schlussfolgerung ziehen. Welche Dienstleistungen und Produkte werden von dem Gesetz erfasst? Zunächst einmal ist wichtig festzuhalten, es werden nicht alle Produkte und Dienstleistungen erfasst, sondern nur ganz bestimmte. Es ist also nicht so, dass wir eine vollumfassende Regelung hier haben, sondern eher im Gegenteil, wir haben eine ausgewählte Regelung. Alles, was dort nicht genannt ist, muss also auch in Deutschland nicht barrierefrei gestaltet werden, es sei denn, es gibt punktuell an einzelnen Stellen an anderen Gesetzen entsprechende Regelungen, zum Beispiel in Deutschland im Personenbeförderungsgesetz. Welche Dienstleistungen werden nun erfasst? Der wichtigste Bereich sind die im Gesetz sogenannten Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr. Das meint den Onlinehandel und zwar den Onlinehandel gegenüber Verbraucherinnen und Verbraucher. Daneben sind erfasst Telekommunikationsdienste, Bankdienstleistungen, bestimmte, nicht alle Bankdienstleistungen, also insbesondere Kreditverträge, dann E-Books, also gemeint ist hier die Dienstleistung, dass ich über ein E-Book-Lesegerät die Inhalte auch lesen, wahrnehmen kann. Und dann bestimmte Aspekte von Personenbeförderungsdienstleistungen. Also nicht das Gesetz regelt nicht die Personenbeförderungsdienstleistung insgesamt. Da gibt es andere Regelungen noch flankierend, auch von der Europäischen Union. Im Gesetz geregelt sind insbesondere die barrierefreie Gestaltung von Webseiten, auf Mobilgeräten angebotenen Dienstleistungen, elektronische Tickets und elektronische Ticketdienste, die Bereitstellung von Informationen und auch die Dienstleistungserbringung über interaktive Selbstbedienungsterminals. Es gibt für Stadt, vor Ort und Regionaldienste, also Personenbeförderungsdienstleistungen im Stadt-, vor Ort und Regionalverkehr, Einschränkungen. Dort gilt nur diese letztgenannte Verpflichtung zur barrierefreien Gestaltung. Das hängt auch mit anderen Regelungen zusammen. Also so nur einen kurzen Eindruck zu haben, geht nicht um Einzelheiten, welche Dienstleistungen überhaupt erfasst werden von dem Gesetz. Und parallel dazu gestalten sich im Grunde auch die Produkte, die nach dem Gesetz barrierefrei zu gestalten sind. Das sind zum Ersten die vom Gesetz sogenannten Hardware-Systeme für Universalrechner, für Verbraucher. Also darunter muss man verstehen Desktop, Notebook, Smartphone, Tablet, vergleichbare Geräte. Und parallel zu den Telekommunikationsdienstleistungen die entsprechenden Geräte, Verbraucherendgeräte, bezieht sich also immer auf Verbraucherinnen und Verbraucher. Und hier erfasst auch vergleichbare Verbraucherendgeräte, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten regeln. Darunter kann man sich meines Erachtens auch die heutigen Fernseher vorstellen, weil sie meistens auch interaktiv gestaltet sind. Das Gesetz nennt in der Begründung auch noch einen TV-Stick und Spielekonsolen. Und natürlich auch die E-Book-Lesegeräte, sonst würden ja die entsprechenden Dienstleistungen auch nicht so sehr sinnvoll sein.
Schließlich gehören zu den nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zu gestaltenden Produkten auch bestimmte Selbstbedienungsterminals, alle Zahlungsterminals, das meint die physischen, also eben die Produkte, wobei jeweils die Bezahlung der Hauptzweck sein muss. Man kann sich, glaube ich, da gut drunter vorstellen, Zahlungsgeräte im Einzelhandel, Kartenzahlungsgeräte zum Beispiel. Und dann noch bestimmte andere Selbstbedienungsterminals, aber nur, wenn diese zur Erbringung von Dienstleistungen, die ebenfalls nach dem Barrierefreiheitsgesetz, Stärkungsgesetz barrierefrei zu gestalten sind, benutzt werden. Und zwar sind das Geldautomaten, Fahrausweisautomaten, Check-in-Automaten und interaktive Selbstbedienungsterminals zur Bereitstellung von Informationen. Auch dort sieht man wieder den Bezug zu den Dienstleistungen, Bankdienstleistungen, Personenbeförderungsdienstleistungen. Ich hoffe, so ist einigermaßen klar geworden, um welche Bereiche von Dienstleistungen und Produkte es geht. Es gibt nachdem das Gesetz diesen Anwendungsbereich zunächst einmal eröffnet, schränkt es das auch noch mal etwas ein. Es gibt zwei Ausnahmen von der insoweit zunächst einmal bestehenden Verpflichtung zur Barrierefreiheit. Die wichtigste davon betrifft Kleinstunternehmen. Wenn Kleinstunternehmen Dienstleistungen anbieten, dann müssen sie diese nach dem Gesetz nicht barrierefrei gestalten. Anders ist es, wenn Kleinstunternehmen Produkte herstellen und auf dem Markt bereitstellen, dann sind sie verpflichtet, aber nicht in Bezug auf Dienstleistungen. Was sind Kleinstunternehmen? Das Gesetz definiert sie als Unternehmen mit weniger als 10 Personen und einem Jahresumsatz von höchstens 2 Millionen Euro oder einer entsprechenden Jahresbilanzsumme. Daneben gibt es eine zweite, kleinere Ausnahme bezogen auf bestimmte Inhalte von Webseiten und mobilen Anwendungen. Das betrifft etwa bestimmte Dokumente, die vor dem Inkrafttreten dem Anwendungsbereich des Gesetzes veröffentlicht worden sind, dergleichen mehr. Einzelheiten müssen hier nicht interessieren. Damit bin ich auch schon beim zeitlichen Anwendungsbereich. Ab wann besteht diese Pflicht, soweit ich sie eben versucht habe darzulegen? Nach dem 28. Juni 2025. Nur ganz kurz. Bei mir ist nur die Produktfolie noch, die ist nicht mehr weitergegangen. Ist es bei allen so? Okay, vielleicht gehe ich mal wieder aus dem Präsentationsmodus. Ist jetzt besser? Jetzt ist es weiter, jetzt bist du bei Folie 9, sehe ich jetzt. Ja. Okay. Wir sehen aber danke, nicht danke. Den Präsentationsmodus, wir sehen den Folienmodus, Bearbeitungsmodus. Es scheint die falsche, wenn du im Präsentationsmodus auch bist, dann hast du den falschen Schirm oder die falsche Applikation geteilt. Ah, okay, habe ich den falschen Schirm. Dann bleibe ich einfach jetzt im, danke, ja, das wird es sein. Dann bleibe ich einfach im Bearbeitungsmodus. Ich hoffe, man kann es trotzdem, es ist ausreichend groß, man kann es gut sehen. Ja, wenn ich nichts anderes höre, würde ich jetzt einfach dabei bleiben. Ich war beim zeitlichen Anwendungsbereich. Das gilt für Produkte und Dienstleistungen, soweit sie erfasst sind, nach dem 28. Juni 2025 angeboten werden, auf dem Markt bereitgestellt werden. Das ist genau 6 Jahre nach dem Inkrafttreten der europäischen Richtlinie. Auch von diesem zeitlichen Anwendungsbereich gibt es nochmal Ausnahmen. Die größte besteht in Bezug auf Selbstbedienungsterminals. Bei denen ist es nämlich so, wenn Sie vor diesem Anwendungszeitraum, also vor dem 28. Juli 2025 bereits eingesetzt sind, dann dürfen Sie bis zum Ende Ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer weiterhin auch in einer nicht barrierefreien Form genutzt werden, allerdings nicht länger als 15 Jahre nach Ingebrauchnahme. Zweite wesentliche Ausnahme betrifft Dienstleistungsverträge. Wenn diese vor dem 28. Juni 2025 geschlossen worden sind, dann dürfen Dienstleistungen auf der Grundlage dieses Vertrages auch noch weiter angeboten werden und erbracht werden, ohne dass sie barrierefrei sein müssen, bis zum Ende des Vertrages, allerdings nicht länger als bis zum 27. Juni 2030, also 5 Jahre nach dem eigentlichen Anwendungsbeginn. Und dann gibt es eine dritte Ausnahme, von der ich allerdings gar nicht so richtig weiß, wo es da einen Anwendungsfall für gibt, die aber ich der Vollständigkeit erwähnen möchte, nämlich Produkte, die ebenfalls vor dem 28. Juni 2025 bereits
eingesetzt worden sind für Dienstleistungen, die unter das Gesetz fallen. Also das ist die Voraussetzung, nicht alle Produkte, sondern Produkte, die für Dienstleistungen, die von dem Gesetz erfasst worden sind, vor dem 28. Juni 2025 bereits eingesetzt worden sind. Dann dürfen diese Produkte für diese Dienstleistungen weiterhin genutzt werden, obwohl sie nicht barrierefrei sind und obwohl die Dienstleistungen an sich barrierefrei zu erbringen werden. Auch da gilt diese Fristverlängerung längstens bis zum 27. Juni 2030. Etwas kompliziert, aber wenigstens drei Ausnahmen, vielleicht um so einen Überblick zu haben, gibt es von diesem grundsätzlichen Anwendungsbereich ab dem 28. Juni 2025. Welche Anforderungen der Barrierefreiheit sind umzusetzen? Da kann ich zunächst einmal die Folie weiterklicken, weil da hat Michael Wahl schon zu ausgeführt. Ich will aber auch hier hinweisen, nicht um dafür zu werben, sondern einfach nur um ein Bild von dem gesamten Regelungsinhalt zu vermitteln, dass es zwei Ausnahmen gibt. Hier sind es Ausnahmen, die nicht das Gesetz schon von sich aus statuiert, sondern Ausnahmen, auf die sich ein Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen berufen kann. Und das sind zwei Gesichtspunkte. Einmal dann, wenn das Unternehmen der Auffassung ist, es werde durch die Umsetzung der Barrierefreiheitsanforderungen unverhältnismäßig belastet. Und zum anderen, wenn es der Auffassung ist, die Umsetzung der Barrierefreiheit führt zu einer grundlegenden Veränderung des Produkts oder der Dienstleistung. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu wissen, dass wenn sich ein Unternehmen zu Recht darauf beruht, dann wird es in aller Regel, es ist so ein bisschen ein Abwägungsvorgang, nicht dazu führen, dass man komplett von der Umsetzung der Barrierefreiheit absehen kann, sondern ich muss sie dann nur insoweit umsetzen, als es noch verhältnismäßig ist. Das heißt, ich muss vielleicht nicht alle Anforderungen der Barrierefreiheit umsetzen, nur ein Teil davon oder ein geringeres Maß an Barrierefreiheit, ein geringeres Niveau. Das wären so Aspekte, die dazu berücksichtigen sind. Ich muss mich auf alle Fälle dann auch mit den Anforderungen der Barrierefreiheit auseinandersetzen. Warum muss ich das tun? Weil ich das auch dokumentieren muss als Unternehmen. Das ist die Pflicht, die damit einhergeht. Und ich muss vor allen Dingen auch die Marktüberwachungsbehörden, zu denen komme ich noch, direkt und zwar unverzüglich darüber informieren, dass ich mich bezogen auf ein bestimmtes Produkt und eine bestimmte Dienstleistung auf eine solche Ausnahme berufe. Diese Dokumentations- und Informationspflicht gilt nicht für Kleinstunternehmen. Nochmal zur Erinnerung, die müssen ja Produkte barrierefrei herstellen und bereitstellen. Aber sie sollen hier von der Dokumentations- und Informationspflicht entlastet werden. Sie müssen aber, wenn eine Marktüberwachungsbehörde ein Produkt oder eine Dienstleistung untersucht, ihnen Auskünfte geben. Kurz zu diesen beiden Ausnahmen. Unverhältnismäßige Belastung, das ist etwas, was wir aus dem Recht der Barrierefreiheit eigentlich kennen, sowohl aus dem Baurecht, da schon sehr lange, als auch bezogen auf Websites und mobile Anwendungen. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass die Kriterien, die hier zu berücksichtigen sind, andere sind, als sie bislang bekannt sind. Es soll abgewogen werden, das Verhältnis des Nettoumsatzes, das ein Unternehmen macht, zu den Nettokosten, die mit der Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen verbunden sind. Also etwas andere Kriterien, die da zu berücksichtigen sind. Und ganz wichtig und neu, bei den Nettokosten, die mit der Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen verbunden sind, sollen hier auch oder dürfen auch einmalige Organisationskosten berücksichtigt werden. Das sind Kosten, die entstehen, wenn ich mich überhaupt mit der Thematik befasse. Also ich lese erst einmal das Gesetz. Ich versuche das Gesetz zu verstehen, ich lese die Normen, ich versuche diese Normen zu verstehen, welche Techniken gibt es. Alles, das ich muss vielleicht meine Kolleginnen und Kollegen schulen oder schulen lassen. Alles das sind Einmalkosten, die wir sonst bei solchen Abwägungsprozessen bislang nicht berücksichtigen. Hier sagt es aber schon die Richtlinie und jetzt auch das Gesetz, dass diese berücksichtigt werden können. Darauf will ich nur ganz gerne hinweisen, weil es eben neu ist. Und der zweite Tatbestand, Ausnahmetatbestand, der im Einzelfall zu einer Herabminderung der Barrierefreiheit führen kann, sind die bereits erwähnten grundlegenden Veränderungen. Das wird so definiert, wenn die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen eine wesentliche Änderung des Produkts oder der Dienstleistung erfordert, die dann zu einer grundlegenden Veränderung der Wesensmerkmale des Produkts oder der Dienstleistung führt.
Definition ist auch nicht ganz einfach zu verstehen, auch keine wirkliche leichte Sprache. Ich vermute auch, es ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Mir fehlt auch ein bisschen das, die Fantasie dafür, was das, dafür ein Beispiel zu bilden. Denn bei Barrierefreiheit geht es ja eigentlich um gleichberechtigte Teilhabe und nicht um Veränderung von Produkten und Dienstleistungen. Das muss man ein bisschen sehen. Dadurch, dass es neu ist, können wir in diesem Bereich noch nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Letzter Punkt, wie wird die Umsetzung sichergestellt? Hier gibt es vier Punkte. Einmal müssen die Unternehmen sich über die Barrierefreiheit erklären. Zweitens wird die Einhaltung durch Marktüberwachungsbehörden, die von den Ländern einzurichten sind, überwacht werden. Dann haben insbesondere Verbraucherinnen und Verbraucherinnen gegenüber den Marktüberwachungsbehörden ihrerseits Rechte. Und es gibt von Rechte, die die Verbraucherinnen und Verbraucher und auch andere Akteure gegenüber Unternehmen haben. Ich versuche das relativ kurz zu machen. Erklärungspflicht der Unternehmen. Die müssen, bevor sie ein Produkt auf den Markt bereitstellen oder bevor sie eine Dienstleistung anbieten, erklären und das dokumentieren, dass die und aus den Dokumenten muss der Nachweis hervorgehen, dass die Barrierefreiheitsanforderungen eingehalten werden. Das wird dann bei Produkten am Ende über eine CE-Kennzeichnung sichergestellt, bei Dienstleistungen über entsprechende Informationspflichten. Dazu gehören noch weitere Pflichten, die ich jetzt einfach auch der Zeit halber nicht weiter erläutern will. Wichtig ist, dort ist zunächst einmal die Pflicht, die Unternehmen müssen dokumentierbar, nachvollziehbar darlegen und nachweisen können, dass sie die Barrierefreiheitsanforderungen erfüllen. Dann wird das auch nochmal überwacht oder kann überwacht werden durch Marktüberwachungsbehörden. Einmal einzelfallunabhängig, also von sich aus, ohne dass es einen konkreten Anlass dafür gibt. Zum einen bezogen auf Produkten über eine sogenannte Marktüberwachungsstrategie, bezogen auf Dienstleistungen stichprobenmäßig. Also man muss sich gewissermaßen Überlegungen anstellen, wie ich das regelmäßig, ohne dass es einen Anlass dafür gibt, überwache. Aber natürlich auch einzelfallabhängig, also wenn es einen Anstoß gibt. Nämlich zum einen, ich hatte ja erwähnt, dass wenn sich ein Unternehmen auf diese Ausnahmen im Einzelfall, unverhältnismäßige Belastung, grundlegende Veränderung berufen will, dann muss es das sofort gegenüber der Marktüberwachungsbehörde anzeigen. Die muss dann selbstverständlich auch prüfen. Ansonsten muss die Marktüberwachungsbehörde prüfen, wenn sie Grund zu der Annahme hat, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung nicht barrierefrei ist, etwa aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung und auch bei formaler Nichtkonformität, also wenn zum Beispiel die CE-Kennzeichnung fehlt oder nicht richtig angebracht worden ist. Und wenn am Ende die Behörde zum Ergebnis bei der Prüfung gelangt, hier wird das Gesetz nicht ordnungsgemäß umgesetzt, dann fordert sie das Unternehmen auf, die Konformität herzustellen. Das heißt, da kommt man dann eigentlich zu dem Ergebnis, den wir ja erreichen wollen, nämlich barrierefreie Produkte und Dienstleistungen. Allerdings ist es so, wenn das Unternehmen dann dem nicht nachkommt, dann bleibt der Marktüberwachungsbehörde nur die zur Verfügungstellung des Produkts oder der Dienstleistung zu untersagen. Also sie kann dann nicht selbst die Barrierefreiheit herstellen. Schließlich will ich erwähnen, dass auch es in Einzelfällen möglich ist, ein Bußgeld zu verhängen. Auch etwas, was wir jedenfalls in dieser generellen Regelung so in Bezug auf Barrierefreiheit nicht hatten. Im Baubereich gibt es das zum Teil, wird aber nicht stark umgesetzt. Dann haben die Verbraucherinnen und Verbraucher Rechte gegenüber den Marktüberwachungsbehörden. Zum einen haben sie einen Anspruch darauf zu erfahren, welche Informationen bei den Marktüberwachungsbehörden liegen über die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen. Die sind von den Marktüberwachungsbehörden ihnen zur Verfügung zu stellen. Und sie können auch ein Überwachungsverfahren, was ich eben dargestellt habe, beantragen. Das muss dann die Überwachungsbehörde prüfen, ob sie meint, ja, es besteht Anlass dazu, ich muss das einleiten. Auch hier gibt es Möglichkeiten, das gerichtlich durchzusetzen. Verbraucherinnen und Verbraucher können sich vertreten lassen, auch von Behindertenverbänden und Verbraucherschutzverbänden. Auch die können eine Verbandsklage erheben. Letzter Punkt, Rechte gegenüber Unternehmen. Wir sind jetzt hier im Grunde ja im ganz normalen zivilrechtlich unterwegs, also so wie ich auch sonst als Verbraucher, wenn ich ein Produkt kaufe und ich sage, das ist mangelhaft, habe ich bestimmte Rechte. Ein Produkt, eine Dienstleistung
die nicht den gesetzlichen Barrierefreiheitsanforderungen erfüllt, ist ein mangelhaftes Produkt, eine mangelhafte Dienstleistung. Ich kann die entsprechenden Mangelgewährleistungsansprüche geltend machen. Nicht immer komme ich dann zu einem barrierefreien Produkt oder zu einer barrierefreien Dienstleistung, aber ich habe immerhin diese Rechte, die ich geltend machen kann. Daneben hat das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auch ein Schlichtungsverfahren eingeführt, was auf eine Einigung zielt, in dem es dann durchaus möglich sein kann, auch zu einer mangelfreien Herstellung zu kommen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass es eine Einigungsbereitschaft der Unternehmen gibt, überhaupt eine Bereitschaft, sich auf ein Schlichtungsverfahren einzulassen. Diese Schlichtungsverfahren können auch von anerkannten Behindertenverbänden, Verbraucherschutzverbänden eingeleitet werden. Und dann als letzten Punkt, auch nicht uninteressant, gibt es die normalen, schon ohnehin bestehenden Klagemöglichkeiten nach dem sogenannten Unterlassungsklagengesetz und dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Da können Klagen auch von Konkurrenten eingebracht werden. Das könnte durchaus auch nochmal ein Gewicht bekommen, wenn nämlich ein Unternehmen sagt, ich setze hier Barrierefreiheit um, weil ich davon überzeugt bin, aber andere haben vielleicht einen Wettbewerbsvorteil, weil sie das nicht machen und einen gewissen Kostenvorteil haben, dass sie dann dagegen vorgehen können. So, ziemlich viel. Ich bitte ein bisschen um Entschuldigung. Ich hoffe, es war einigermaßen nachvollziehbar. Als Fazit gegenüber dem Potenzial möchte ich sagen, dass die erstmalige systematische Erfassung jedenfalls von bestimmten Produkten und Dienstleistungen in Bezug auf Barrierefreiheit aus meiner Sicht ein Meilenstein ist in der Entwicklung der Barrierefreiheit in Deutschland. Bei aller Kritik, die man daran äußern kann, gegenüber dem Rechtszustand, den wir vorher hatten, ist es eine deutliche Erweiterung. Das geht auch bezogen auf die Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten. Und ich meine, nach wie vor beobachten zu können, dass die Regelungsdichte in Bezug auf Barrierefreiheit kontinuierlich zunimmt, quasi parallel einer Entwicklung, dass das Thema Barrierefreiheit auch kontinuierlich an Bedeutung gewinnt. Die anderen Bereiche gesellschaftlich, auch unternehmerisch, sind ja einleitend schon in Anspruch genommen worden. Das zeigt sich parallel eben auch in der Regelungsdichte. Und insofern glaube ich, dass Unternehmen durchaus gut daran tun, sich möglichst frühzeitig auf diesen Prozess einzulassen, weil sich daraus sehr wohl auch Wettbewerbsvorteile ableiten lassen. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Clemens. Ein so kompakter Überblick über das gesetzliche Regelwerk ist natürlich sehr hilfreich. Insbesondere, da diese Gesetze wirklich alle Parteien betreffen. Wir brauchen Gesetze, um die Wichtigkeit des Themas zu verankern und auch wirklich der Gesellschaft zu verdeutlichen. Aber so richtig inspirierend sind Gesetze halt eher selten. Aber dass Barrierefreiheit ein tolles Thema ist, wo man durchaus auch Inspiration und Motivation schöpfen kann, das werden wir mit der ersten Podiumsdiskussion sehen. Und diese wird geleitet von Markus Erle. Und jeder von uns, der sich jemals mit der Barrierefreiheit von Dokumenten und vor allem von PDFs beschäftigt hat, kennt sicher diesen Namen, da bin ich überzeugt. Markus leitet die Strategie bei AbleDocs und ist auch Co-Founder, Mitbegründer von Access4. Er ist ein Gründungsmitglied von IAB DACH und sehr aktiv in allem, was digitale Barrierefreiheit betrifft. Mit diesen Worten, Markus, leite ich über. Vielen Dank dir, Sabine. Und du hast ja das ganze Thema schon super eingeleitet. Hier geht es eher um die Motivation, die Inspiration. Wir haben es ja genannt, die Energie der digitalen Barrierefreiheit. Was für eine Energie steckt denn da drin? Und ich habe super Leute an meiner Seite. Ich bin da nicht alleine. Und die möchte ich ganz kurz mal vorstellen. Ich hoffe, dass alle da sind. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir das machen. Ich sehe, die alle sind jetzt so verteilt, aber zumindest sehe ich sie. Genau. Und ich stelle die Runde kurz vor, weil ich habe gedacht, wenn ich euch kurz vorstelle, dann sind wir da schneller durch und können dann schneller in das Diskutieren kommen. Und ich habe zum einen die Rea Maria Göschel von MyAbility hier. Vielleicht mal kurz winken. Genau, super, da ist die Rea. Und die Rea ist Expertin für digitale Barrierefreiheit und Web Accessibility bei MyAbility. Das ist ein Beratungsunternehmen. Das ist ein junges, dynamisches Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, aus der Wirtschaft heraus die Gesellschaft zu verändern und barrierefrei zu machen. Sind wir natürlich gespannt. Reas Aufgabe dabei ist es, die Unternehmen dabei zu unterstützen, digitale Produkte so barrierefrei wie möglich zu machen.
Genau, also das wäre. Ja. Dann habe ich Seed Previn von T-Mobile Accessibility hier auch vielleicht, vielleicht kurz winken oder dass das dann klar ist, dass jeder weiß, wo Seed ist. Er ist Director für die strategischen Allianzen und dort und T-Mobile Accessibility, ich weiß nicht, wer es schon kennt, T-Mobile ist bekannt und T-Mobile Accessibility bietet die barrierefreie Lösungen rund um mobile Kommunikation. Und ganz spannend ist es, dass ich habe jeden gefragt, ja, wo liegt denn jetzt die größte Power der Barrierefreiheit für dich? Und ich werde nachher nochmal zurückkommen, was es bei Rea ist, bei Seed. Liegt sie darin, also digitale Barrierefreiheit als eine ständige Aufgabe anzusehen, genau wie Gartenarbeit. Man muss den Prozess ständig überwachen und neue Probleme angehen. Also sehen, ernten, wässern, Unkraut rausreißen, die ganze Geschichte. Finde ich ein ganz schönes Bild dafür. Werden wir dann auch später dazu kommen, was das denn genau bedeutet. Und als dritten Panel-Teilnehmer begrüße ich hier Klaus Höckner. Auch vielleicht kurz in den Äther winken, genau. Und er ist Geschäftsführer der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs. Sein Herz brennt für die digitale Barrierefreiheit, genauso wie meins. Wir haben viele Berührungspunkte und er ist präsent in vielen internationalen Gremien, beispielsweise im IT-Expertengremium des European Disability Forum. Er ist Speaker auf Konferenzen, er bringt gern Leute zusammen, er hat mich schon oft mit vielen tollen Leuten auch zusammengebracht und er schlägt Brücken zwischen behördlichen Organisationen, Behindertenorganisationen und der Privatwirtschaft. Und aktiv treibt er auch die Professionalisierung unseres Berufsfeldes voran, also der digitalen Barrierefreiheit. Er ist Mitglied im IAAP, Global Leadership Council und auch Gründungsmitglied des deutschen Chapters hier. Und Klaus sagt, die Power der Barrierefreiheit liegt in ihrer Universalität. Werden wir nachher auch hören, was er denn darunter versteht. Und als vierten Panel-Teilnehmer, da freue ich mich auch sehr, dass wir hier Andreas Lehmann an Bord haben, auch kurz mal in die Runde winken. Man sieht ja auch schon sehr, sehr schön an deinem Hintergrund, woher du kommst. Seit 2 Jahren ist er Präsident der German UPA, das ist der Berufsverband der Usability Professionals. Und er ist schon auch ganz, ganz lange, seit über 16 Jahren als Freelancer im Bereich UX tätig, berät dort große behördliche Organisationen, aber auch privatwirtschaftliche Organisationen bei der Umsetzung. Besonderer Schwerpunkt bei ihm ist es wirklich, an welcher Stelle der Prozesse muss denn die Barrierefreiheit und die Usability greifen, damit sie am besten umgesetzt ist. Und Andreas sagt, die größte Power der Barrierefreiheit liegt für mich in dem Mehrwert, der für alle geschaffen wird. Und steigen wir gleich ein, mitten in das Thema. Und meine erste Frage geht an Klaus. Wir haben jetzt einiges gehört über den European Accessibility Act. Und wir wissen, wir fragen nach der Energie, die in der Barrierefreiheit steckt. Und ein Teil der Energie kommt natürlich aus der Gesetzeskeule. Es ist nicht alles. Meine Frage ist, für uns ist schon so ein Momentum spürbar. Was hat sich jetzt geändert durch den European Accessibility Act? Ist dieses Momentum spürbar? Und welche weiteren Energiequellen für die Barrierefreiheit erkennst du? Ja, danke mal, Markus. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Zitat, dass du mir in den Mund gelegt hast und das ich auch selber gewählt habe, ja, auch gestohlen von jemand anderem, und zwar vom Gründer des World Wide Web, der mal gesagt hat, the power of its web, of the web, it's in its universality. Ja? Und genau um das geht es bei dem ganzen Thema. Ja, wir haben ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, wie wir uns diesem Thema nähern. Und haben da mehrere Säulen quasi herausgefunden, die wir bearbeiten können oder die wir sehen, auf denen Barrierefreiheit ruht. Und du hast jetzt richtigerweise erwähnt, es gibt den European Accessibility Act. Für mich ist das schon eine kleine Zäsur, muss ich dazu sagen hier, dass jetzt dieses Gesetz endlich kommt.
weil ich schaue hin und wieder auch einmal ein bisschen über den europäischen Rahmen hinaus und ich schaue zum Beispiel in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo wir jetzt ja dann heuer den 30. Jahrestag des American Disability Acts feiern und muss sagen, dort gilt Accessibility als ein Teil des Geschäftsmodells und das ist nicht mehr etwas, das man erklären muss, ja, sondern es ist einfach mal da, das muss man machen. Wir werden, du wirst in den Vereinigten Staaten von Amerika keine Sendung finden, die nicht mit Gebärdensprachdolmetsch versehen ist, die keine Untertitelung hat. Wenn du in einem öffentlichen Gebäude bist und du bist eine gehörlose Person, dann hast du ein Anrecht auf ein Relay-Chat. Rampen etc. in einem Hotel, das ist jetzt nicht was Außergewöhnliches, das du einfordern musst, sondern das ist einfach einmal da, das wird einfach gebaut, das wird mitgedacht. Das hängt sicherlich auch einerseits mit der Gesetzeskeule, wie du es nennst, zusammen und das hängt aber auch meines Erachtens nach zusammen mit dem, dass man erkannt hat, dass Menschen mit Behinderungen bzw. Menschen, die auf diese Art und Weise auf digitale Dienstleistungen und auch natürlich auf körperliche Dienstleistungen und Services zugreifen, eine Gruppe sind, die wir ansprechen können als Geschäftskunden, die wir nicht vergessen dürfen in diesem Fall. Ich weiß nicht, wie du das Gespräch jetzt angelegt hast, aber ob die anderen sollen noch extra kommen werden, aber ich sage immer, das ist die größte Minderheit, die wir haben weltweit, 1,4 Milliarden Menschen insgesamt ohne Angehörige und ohne Kinder und so weiter sind von Behinderung betroffen und die lässt man einfach außen vor, indem man ihnen den Zugang zu Services, zu Dienstleistungen etc. dann nachher verwehrt, das kann es nicht sein, ja. Zur Umsetzung vom European Accessibility Act in Österreich kann ich nur sagen, es wird in Österreich die Umsetzung auch passieren. Die geht jetzt in die Begutachtungsphase ab dem Oktober und soll dann zeitgerecht im Mai nächsten Jahres durchs Parlament gehen. Wo ich den größten Unterschied zu allen anderen Gesetzgebungen sehe, die wir bis jetzt hatten, ja, ist, dass wir eine verwaltungsrechtliche Ebene jetzt hier haben und keine privatrechtliche Ebene mehr. Ich bin nicht mehr als Bittsteller, als Mensch mit Behinderung dann nachher unterwegs, um eine von mir erkannte Barriere beseitigen zu lassen, sondern ich habe eine verwaltungsrechtlich gestützte, ich habe den Anspruch darauf, dass das Ganze beseitigt wird und muss es nicht beweisen, dass das Ganze auch wirklich eine Barriere ist und muss auch nicht mehr darüber diskutieren, weil wir haben diese Normen, diese harmonisierten europäischen Normen, auf die sich der European Accessibility Act bezieht und beziehen wird, weil es gibt ja auch in der Zwischenzeit ein Mandat, das ausgeschrieben wurde von der Kommission, dass neue Normen auch noch harmonisierte europäische Normen dazukommen. Vielleicht einmal zur Einleitung. Ich hoffe, wir sprechen auch noch über die beiden anderen Säulen, von denen wir gestern und vorgestern gesprochen haben. Ich möchte nicht den anderen die ganze Zeit nehmen. Ja, wir greifen die anderen Säulen natürlich auch auf, aber wir kamen jetzt erstmal von der Gesetzeskeule. Und die Wirtschaftskraft hast du erwähnt, zwei Säulen hast du jetzt schon benannt. Und ein gutes Stichwort, Andreas, hier in das Spiel zu bringen, weil ich weiß, Andreas, du bist in einem großen Projekt einer Behörde tätig, schon seit mehreren Jahren. Und ich glaube, da war die Gesetzeskeule schon der Ursprung, weniger die Wirtschaftskraft war dort ausschlaggebend. Was sind deine Erfahrungen damit? Also wie hat es so angefangen am Anfang, okay, wir müssen jetzt und wie konntest du das ausrollen, dass es irgendwie in die Köpfe und in die Herzen der Leute geht, die das ja denn umsetzen müssen? Ja, in der Behörde war das eigentlich ein Prozess, der von oben und von unten initiiert wurde und sich dann gegeneinander immer mehr angenähert hat. Sprich, wir hatten es wirklich, wirklich so, dass natürlich durch das Damoklesschwert der Termine für die Barrierefreiheit für öffentliche Behörden natürlich immer näher gerückt ist, aber auch im Vorfeld schon sich wirklich im Mindset der, zumindest der Verantwortlichen für die Interaktion, das
sich verfestigt hat und gesagt hat, wir müssen wirklich und wir wollen auch wirklich alle mitnehmen und wir machen uns Gedanken darüber, dass das Ganze barrierefrei wird, weil wenn wir zum späteren Zeitpunkt, wenn es soweit ist, dass die Gesetze greifen, erst anfangen, alles anzupassen, dann werden wir dann mit Sicherheit nicht hinterherkommen. Das macht das Ganze im öffentlichen Bereich einfach, insbesondere weil sich sämtliche Aktivitäten in Bezug auf Barrierefreiheit wirklich in den Entwicklungsprozessen und auch in Freigabeprozessen manifestiert hat. Die sind da fest verankert. Es geht kein Produkt raus, ohne nicht einen FIT-V2-Test gemacht zu haben. Und das ist natürlich, macht das Ganze für jemanden, der auch wirklich hinter dem Thema steht und der das ernst nimmt, macht das Ganze leicht. Bei meinen privatwirtschaftlichen Kunden sehe ich deutlich größere Probleme, denn da kommen nämlich dann Faktoren ins Spiel wie Kosten, wie Termine, wie Personalsituation und auch mal ganz grundsätzlich überhaupt ein Mindset. Und ich bewundere das, was Klaus gerade gesagt hat, in den USA, dass das da inzwischen zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, dass wir hier in vielen Unternehmen noch weit, weit weg davon sind. Ich habe selber vor 20 Jahren in Neuseeland erlebt, als ich da mal war, wie selbstverständlich da auch Barrierefreiheit, jetzt nicht nur im digitalen, sondern also auch im analogen Umfeld, gelebt wird. Und ich dachte, okay, die sind ein ganzes Stück weiter. Mhm. Gutes Stichwort, es soll selbstverständlich werden, es soll auf die Privatwirtschaft überschwappen. Wir haben ja gesehen, Clemens Kruse hat ja das schon genannt, das ist ein großer Fortschritt jetzt mit dem European Accessibility Act, dass die Privatwirtschaft dort mit drin ist. Und da kommt natürlich, kommst du ins Spiel, Ria, und ich zitiere dich nochmal, deswegen, das habe ich mir für jetzt aufgehoben, was du gesagt hast zur Power der Barrierefreiheit, die liegt für dich darin, Menschen mit Behinderung sowohl als Kunden als auch als Mitarbeiter als relevante Zielgruppe zu entdecken. Und wie wir vorher schon gehört haben, ihr versucht von der Wirtschaft ausgehend die Gesellschaft zu verändern und Barrierefreiheit ins Spiel zu bringen. Wie muss man sich das vorstellen? Was sind deine Erfahrungen auf diesem Gebiet? Also ja. Danke vielmals, Markus. Es war ein sehr schönes Zitat, hast du gut formuliert von dem, was wir auch im Vorfeld vorbesprochen haben, weil das ist ein bisschen so die Idee. Ja, wir sehen absolut diese Relevanz der rechtlichen Rahmenbedingungen, einfach um das Thema in die Köpfe zu bringen und ein bisschen inhaltlicher einen Fokus drauf zu setzen. Ja, das ist absolut klar und legitim und auch eine wichtige Keule, dass das passiert. Aber das, was ich wirklich als Power der Barrierefreiheit erkenne, ist wirklich die Tatsache, dass man schaut, dass man die Menschen mit Behinderungen als ganz relevanten Teil, als Wirtschaftsfaktor einfach auch sieht. Dass man anerkennt, dass es hier nicht um Mitleid geht oder um Charity geht, sondern dass es wirklich darum geht, zu erkennen, das ist eine wichtige Zielgruppe, die möchten wir aktiv und bewusst strategisch ansprechen. Und wir wollen sie sowohl als Mitarbeiterinnen als auch als Kundinnen ansprechen. Und das ist das, was wir in unserer täglichen Arbeit machen. Also wir versuchen, so viel wie möglich mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, auf verschiedensten Ebenen, von oben bis unten, sie an der Hand zu nehmen, an dem Fokus, wo sie sind, gerade im Bereich Barrierefreiheit. Es gibt nichts, was man falsch machen kann. Und wir begleiten sie dahin, dass sie grundsätzlich barrierefreier werden. In meinem Fokus natürlich ganz stark das Thema digitale Barrierefreiheit. Mhm. Und im Vorgespräch hatten, du hast ja schon das erwähnt, es geht oft darum, also Gesetzeskeule ist gut, aber konkrete Beispiele, Inspiration, mal zu zeigen, wie jetzt eine blinde Nutzerin mit der Webseite umgeht oder wie ein Mensch mit kognitiver Einschränkung jetzt mit einer Software klarkommt. Genau. Das ist nämlich genau. die dritte Säule. Wie baut ihr das ein? Wie sind eure Erfahrungen damit? Das ist nämlich das, weil du so viel von Inspiration auch sprichst. Und da kenne ich die Inspiration. Daher kenne ich die Inspiration. Jedes Mal, wenn es darum geht, dass man auf Menschen trifft und miteinander spricht. Das heißt, eines unserer Konzepte ist wirklich ganz stark die Schulungen und Trainings, die wir machen. Wir haben da etwas entwickelt, das heißt Sensing Journey, grundsätzlich vom Konzept ganz ähnlich. Aber das heißt, wirklich Menschen mit Behinderungen gehen in das Unternehmen und reden ganz offen und ehrlich über ihre Wünsche, Erwartungen, aber auch über ihre Ansprüche. Und ich sehe es dann immer, es ist so viel Unverständnis in der Wirtschaft. Wie funktioniert assistive Technologie? Wie funktioniert ein Screenreader? Und wenn ich dann mit IT zusammensitze und dann haben sie alle so viel Angst, dass jetzt ganz viel mehr Arbeit auf sie zukommt. Dabei eigentlich geht es ja wirklich nur darum,
das sauber zu entwickeln, was eigentlich eh für eine große Zielgruppe möglichst gut ansprechend ist. Und wenn Sie dann einmal eine Person mit Screenreader über die Schulter geschaut haben und erkennen, dass eine Person mit Screenreader oder was auch immer assistive Technologie genutzt wird, genauso kompetent, arbeitsfähig, leistungsfähig, aber auch als Kundinnen interessant sein könnte, dann gehen immer die Lichter auf bei den Personen. Und das ist das, was mir die Inspiration gibt und wo ich auch die Inspiration im Bereich der Barrierefreiheit sehe. Mhm. Vielen Dank. Also Inspiration durch wirklich das konkrete Erleben, was den Unterschied ausmacht. Und wir haben Seth auch bei uns. Seth, ich habe eine, also du hast viel Erfahrung in dem Bereich jetzt in großen Unternehmen, Barrierefreiheit umzusetzen, angefangen bei IBM, dann aber auch in der George Washington University, also auch in der Higher Education, jetzt bei T-Mobile Accessibility. Wo liegt aus deiner Sicht der größte Erfolgstreiber, digitale Barrierefreiheit nachhaltig in einem großen Stil voranzubringen? Hello, Seth. I would like to welcome you. Now you have the word. You have many years of experience implementing accessibility at IBM and in higher education, George Washington University, for example, and now again on a global level at T-Mobile. In your view, what is the biggest driver of success in advancing digital accessibility, sustainability, and as well on a large scale? All right, hi, good afternoon, everyone. My name is Seth Braven. I'm speaking through a sign language interpreter, Jenny, and it's nice to be with all of you today. It's a great question, and I think it's about a cultural shift over time. When I was working with IBM, there were a large number of employees who had disabilities and they were part of the company, whether it was research and development, finance, HR, and also technology. And so that really helped spread awareness for employees who had disabilities. Einen herzlichen Dank, dass ich einen Beitrag zu dieser sehr, sehr interessanten Unterhaltung beisteuern darf. Ich denke, dass der Kulturwandel im Laufe der Zeit ein Fokus sein wird. Mitarbeiter mit Behinderung in verschiedenen Bereichen des Unternehmens, zum Beispiel IBM, Studenten mit Behinderungen, zum Beispiel GWU und ein Unternehmen, das seit 31 Jahren mit Barrierefreiheit Umsätze erzielt, und zwar T-Mobile. Die Politik und zentral gesteuerte Etats für Unterkünfte und unterstützende Technologien sind auch noch sehr, sehr wichtig. And also, if I could add, this is Seth here, with T-Mobile, we do have an accessibility business that generates revenue for the company, and that's a positive impact on the bottom line. So I think that's an important part of that culture shift with policies, for example, having a centralized fund for accessibility or accommodations, because that removes the burden from individual managers' budget to have that centralized at the corporate level. Okay, ich muss es jetzt nochmal freihändig machen, weil das Skript ist nicht, was ich bekommen habe, ist jetzt nicht mehr die Richtlinie. I would like to place the question, please, to repeat it, because the script I was getting is not the one what I heard so far. So I make it then the old traditional way consecutive. But I would like to place the question, please, to repeat it. Sure. This is Seth here. So T-Mobile has an accessibility business that generates revenue. T-Mobile ist ein Unternehmen, welches Gewinn mit der Barrierefreiheit erzeugt. Also, part of the cultural shift is that we have policies, for example, a centralized fund for accommodations and assistive technology for employees with disabilities
that removes the burden from the individualized manager's budget, where it's centralized at the corporate level. Ein ganz wichtiger Punkt in der Änderung der Köpfe der Menschen, wie man Barrierefreiheit herangeht, ist, dass man zum Beispiel einen Fonds im Unternehmen hat, um eine Unterkunft zu garantieren, eine Unterkunft zu geben und auch die Entlastung der Manager im Bereich der Bereitstellung der Technologie, um überhaupt Fortschritte möglich zu machen. Ich habe noch eine zusätzliche Frage. Es erscheint mir, dass die Barrierefreiheit... I do have an additional question. I would like to add, please, the following question. Wie gelingt es euch jetzt bei T-Mobile, Accessibility aus dem Nischendasein herauszuholen und als treibende Kraft für den ganzen Konzern zu positionieren? How do you manage with T-Mobile to focus on a topic and to convert it into a driving factor for the whole company? Ich denke da auch, ich verbinde es gerade mit der dritten Frage, weil die letztendlich zusammengehören. Ich denke dort gerade auch an das Entwickeln innovativer, neuer Produkte. Inwieweit besteht dort schon die Verbindung zur Accessibility? I would like to combine the three questions and the last one to that one. Please explain how you focus accessibility and how to connect it to the development of new products. This is Seth speaking. So with IBM accessibility, that was in R&D, research and development. So that was an important role for the product innovation and also the product development life cycle across the entire business unit. Also bei der IBM ist es so gewesen, dass wir diese Thematik innerhalb der Forschungs- und Entwicklungsabteilung auf einen guten und nachhaltigen Weg bringen konnten. Also die Produktentwicklung war innerhalb der Abteilung Forschung und Entwicklung angegliedert. This is Seth here with T-Mobile. Accessibility, if I could add, we are part of the T-Mobile for Business and also T-Mobile for Government, which is the right home for us within, you know, T-Mobile accessibility, because we work with the federal governments, the state governments, and then we also have two or three other accessibility working groups, the Accessibility Resource Center, which is under the Technology Business Group, that focuses on products and services. And then there's an accessibility focus within HR, which is called Diversity, Equity, and Inclusion. And that's part of the corporate fabric. And so it took a long time to get there. We've been in the business for 31 years, so it does not happen overnight. Ja, T-Mobile Barrierefreiheit ist Teil von T-Mobile for Business, so ist die Abteilung genannt, und T-Mobile for Government, also für die Regierungsangelegenheiten. Wir haben auch ein Barrierefreiheitsressourcenzentrum, das zu der Geschäftseinheit Technologie gehört, die also neue Produkte und ebenso neue Dienstleistungen entwickelt. Darüber hinaus haben wir Funktionen für Barrierefreiheiten in der Abteilung Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion. Dies ist unterhalb der Abteilung oder in die Abteilung HR integriert. Man darf aber allerdings auch anmerken, dass es nicht von heute auf morgen die Implementierung, die Entwicklung geschah. Ich bin seit 31 Jahren im Geschäft und manchmal geht es ein bisschen langsamer. Mm-hmm.
Vielen Dank, Seth. Es geht nicht von heute auf morgen. Wir haben ja schon das Bild von dem Gärtnern gehört, das von dir stammt. Man muss die Barrierefreiheit pflegen wie einen Garten und auch immer wieder Unkraut rausnehmen, wässern. Vielen Dank für diesen Einblick, wie das bei T-Mobile Accessibility funktioniert. Das ist eine Frage, die ich auch mit all den anderen besprochen habe. Und da bringe ich jetzt Andreas wieder ins Spiel. Wo müsste man aus deiner Sicht mit der digitalen Barrierefreiheit, mit der Barrierefreiheit in einer großen Organisation ansetzen, um wirklich die Power auf die Piste zu bringen? Thank you very much, Steve, for your beautiful picture in the very beginning. You were the one who said, okay, to take care about implementing accessibility into global companies, it's like taking care of a beautiful garden. You need to plant the flowers, you need to water the flowers, you need to take care of the flowers growing. It's very, very beautiful pictures. Thank you so much for that. My question is, just to be a little bit more precise, because I'm very curious about your answer, where should accessibility be anchored within a company or a global organization to develop the greatest impact and the greatest outcome? Die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, überall. Es geht los, wenn ich Produkte konzipiere, dass ich dabei also schon dabei bin, die Barrierefreiheit zu berücksichtigen. Da geht es los mit Schriftgrößen, da geht es los mit Farbkontrasten, da geht es weiter mit Farbfehlsichtigkeit, das alles konzeptionell schon zu berücksichtigen. Ich brauche aber genauso, jetzt gerade im Webbereich und im digitalen Bereich, wenn die Entwickler das Ganze umsetzen, auch da in entsprechenden Mindset, das entsprechende Know-how, wirklich zu wissen, okay, was muss ich bei dem Ganzen berücksichtigen, weil wenn ich einen Click-Dummy mache, werde ich mich mit Sicherheit nicht um die genaue Struktur der H1-Tags der Website damit beschäftigen, sondern das muss dann durch die Entwickler gemacht werden und natürlich dann entsprechend verifiziert werden. Und da kommt das Management ins Spiel, dass die Prozesse gestaltet werden, dass Produkte, bevor sie auf den Markt gehen, auch entsprechend verifiziert werden, ob die Barrierefreiheit auch wirklich gewährleistet ist. Also da kommt das Management ins Spiel. Genau, also auf dieser Ebene wollen wir ja die Energie auch einspeisen, dort motivieren, dass wirklich von den Entscheidungsträgern das Businesspotenzial der Barrierefreiheit erkannt wird. Und da haben wir auch diesen Faktor, das ist ja so ein bisschen wie die vierte Säule. Und ich weiß, sowohl Rhea wie auch Klaus, dass ihr darin auch die Power der Barrierefreiheit seht. Man kann das so schön auf den Begriff bringen, die Corporate Social Responsibility, also soziale Verantwortung, das Image, der Mensch möchte ja gut sein. Inwieweit trägt das auch oder wie nutzt ihr das auch, Rhea, jetzt erstmal die Frage an dich, um wirklich Unternehmen zu motivieren? Ja, vielen Dank sehr. Das ist tatsächlich auch wirklich so eine der relevantesten Fragen, wo soll Barrierefreiheit angesiedelt sein im Unternehmen? Sehr, sehr spannend und das ist immer sehr, sehr individuell. Aber speziell, weil du gerade von der Corporate Social Responsibility gesprochen hast, möchte ich dich einfach nur eine kurze kleine Story teilen, die ich vor ein paar Wochen erlebt habe. Da habe ich ein Training gehalten in einem Unternehmen zum Thema digitale Barrierefreiheit, die grundsätzlich ein bisschen mehr digitaler, barrierefrei sein sollen. Es geht um ein Bankunternehmen. Das heißt in dem Fall, wenn natürlich Kundinnen das E-Banking nicht benutzen können, ist das ein großes Problem. Wie auch immer, ich bin dann mit dem dortigen HR-Menschen, Lead, Führungskraft zusammengesessen, einfach noch irgendwie eine Pause mit einem Kaffee und dann sagte, weißt du was, weil ich komme ganz gerne auch mit dieser Keule, von der wir vorhin gesprochen haben. Und er sagt, weißt du was, es geht da ja auch, wir sind einer der größten, wichtigsten österreichischen Banken und es ist auch unsere soziale Verantwortung, hier Barrierefreiheit zu sein. Das ist unser Job und das ist was wir auch mitnehmen wollen. Und das ist was, umso mehr man über dieses Image, umso mehr man über Employer Branding spricht, umso mehr man über soziale Verantwortung von Unternehmen auch spricht, umso größer wird dann auch die Chance, dass Unternehmen das anerkennen und auch umsetzen. Mhm. Vielen Dank, Rhea. Klaus, ich weiß, bei dem Vorgespräch, da hast du noch, da kamen wir noch auf die vierte Säule, also gerade mit der sozialen Verantwortung und dort hast du die UN
Nachhaltigkeitsziele ins Spiel gebracht. Und eines der Ziele dort ist auch die Barrierefreiheit. Jetzt haben wir vorher Michael Wahl gehört, der hat gesagt, ja, Barrierefreiheit ist eine Schlüsseltechnologie. Ich würde sogar sagen, es ist ein Schlüsselkonzept der Zukunft, so wie die Nachhaltigkeit. Wie siehst du das? Ja, sicher, die Sustainable Development Goals, die von der UNO ja definiert wurden und die in aller Munde sind, weil wir, da geht's, fangen wir anders an, jetzt habe ich mich gerade verhaspelt ein bisschen, die in aller Munde sind, die sollten natürlich auch auf Barrierefreiheit und auf die Einbindung von Menschen mit Behinderungen Rücksicht nehmen, das ist keine Frage. Das ist dort ein inhärentes Ziel, das fast in allen diesen SDGs vorkommt, und dann runtergebrochen werden kann auf die jeweiligen lokalen, nationalen, europäischen, amerikanischen etc. Gegebenheiten. Ja. Was ich dazu noch sagen möchte, ist, es wird keine Nachhaltigkeit geben, ohne dass man auch Inklusion mitdenkt. Das ist ganz einfach ein Thema, das mitgedacht werden kann. Nachhaltigkeit bedingt, dass wir Menschen mit Behinderungen und nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch die Zielgruppe der älteren Menschen mit einbeziehen. Und ich muss jetzt unbedingt diesen Sager noch loswerden hier, den ich immer sage, wenn ich bei solchen Vorträgen bin. Auch wenn Sie es alle, und zwar alle 132, die jetzt im Chat sind oder die jetzt im Teilnehmer da drin sind, nicht gerne hören wollen, ja, sie werden alle mal behindert sein. Und zwar, wenn sie alt sind, dann werden sie schlechter hören, dann werden sie schlechter sehen, dann werden sie Mobilitätseinschränkungen haben, dann werden sie vielleicht auch kognitive Einschränkungen haben und das auch multiple. Das heißt, vergessen Sie nicht die Zielgruppe der älteren Menschen. Schauen Sie sich Länder an wie Japan, ja, zum Beispiel, wo mehr als 30% der Bevölkerung 65 plus sind. Auch für diese Gruppe der Menschen erleichtert die Zugänglichkeit, die Accessibility, ja, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und noch einmal, sehen Sie es dann wieder bitte als eine riesengroße Zielgruppe, die Geld hat und die das Geld auch ausgeben will und kann. Ganz einfach. Wenn Sie ihnen aber die Möglichkeit verwehren, dass sie dieses Geld ausgeben, dann sind sie selber schuld auch als Unternehmen, wenn sie keinen Gewinn damit machen, mit Accessibility. Denken Sie es ganz einfach als Grundkonzept mit. Und ich möchte das schon auch betonen, was der Andreas gesagt hat. Das Ganze sollte immer from the scratch, also ganz von Anfang an mitgedacht werden. Binden wir bitte Menschen mit Behinderungen und binden wir die Zielgruppe ein in das Design von Produkten, von Services, von Dienstleistungen, von all diesen Dingen, ja, die auch für diese, nicht nur für diese Zielgruppe danach designt wurden. Einer der größten Success Stories in diesem Bereich, ja, ist ein Smartphone, das wir alle kennen, das für blinde Menschen ein unverzichtbares Hilfsmittel geworden ist. Das wurde aber nicht designt für Menschen mit Behinderungen, sondern das wurde als Gimmick dazu designt, dass man dort die Sprachsteuerung hat, dass man die Wischgesten hat und all diese Dinge. Ja. Accessibility muss ein Teil des Grunddesigns sein, muss Mainstream werden. Das ist sozusagen mein Satz, den ich hier noch allen mitgeben möchte. Ja. Und sollte nicht jetzt als ein Nischenprodukt und als ein Sidestep gesehen werden. Accessibility und Universal Design gehören zusammen. Auch wenn jetzt die Puristen wieder sagen, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Meiner Meinung nach gehören diese beiden Dinge miteinander und gehören zusammen und sollten miteinander gedacht werden. Mhm. Vielen Dank, Klaus. Schön, das geht nämlich genau auch in meine Richtung. Also ich bin ja immer der Meinung, klar, digitale Barrierefreiheit soll Mainstream werden. Ich würde sogar sagen, wir arbeiten darauf hin, dass wir die Barrierefreiheit gar nicht mehr brauchen, weil sie selbstverständlich geworden ist. Die wird gar nicht mehr hinterfragt. Die wird von Anfang an schon mitgedacht. Wir haben es vorher auch bei SET gehört, sowohl schon in der Forschung und Entwicklung, wie es schon berücksichtigt wird, wie in der HR, Diversität, Inklusion schon von vornherein bei T-Mobile Accessibility mit berücksichtigt wird. Wir haben es bei Andreas und bei Rea gehört.
Eine kurze Abschlussrunde noch, weil für unser Panel ist die Zeit auch schon rum und ich fange da mit Andreas an. Was wäre jetzt dein Wunsch, um wirklich diese Power der Barrierefreiheit noch weiter voranzubringen? Dein Wunsch oder Tipp? Bevor ich auf deine Frage eingehe, noch ganz kurz einen Punkt zu Klaus. Du hast absolut recht, das muss ich also wirklich in den Köpfen also verankern und jeder wird irgendwann davon betroffen werden, früher oder später. Ich möchte aber, was mir manchmal hilft, wenn ich mit Kunden spreche, wenn ich dir darauf aufmerksam mache, es ist nicht nur irgendwann die Sehbrille oder das Hörgerät, das kommt, es kann auch situativ ganz schnell mal passieren. Das kann, ich kann mir mal einen Arm brechen und habe nur noch einen Arm zur Verfügung. Und schon bin ich auch beeinträchtigt über einen temporären Zeitraum und muss dann auch die digitalen Produkte noch irgendwo benutzen können. Ja, und zu deiner Frage, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sich das in den Köpfen aller am Entwicklungsprozess Beteiligten wirklich verankert. Und ich glaube, wir müssen da sogar im Bereich der Ausbildung ansetzen. Ich sehe viele Entwickler, die jetzt hervorragende Entwickler sind, die tolle Dinge machen, die aber in Sachen Barrierefreiheit noch extrem in den Kinderschuhen stecken, interessiert sind, das meint, also die Bereitschaft ist da, nur fehlt es einfach noch an Know-how. Und das, glaube ich, muss in der Ausbildung mit auf den Weg gegeben werden. Die Ausbildung, vielen Dank. Und neben der Ausbildung auch die Weiterbildung. Und das können solche Aktivitäten sein, wie hier in der Gruppe oder bei uns im Berufsverband, der Arbeitskreis Barrierefreiheit, der einer der aktivsten Arbeitskreise ist und auch mir für meine persönliche Arbeit schon richtig viel Input geliefert hat. Sehr schön. Danke dir, Andreas. Rea? Sehr gerne. Dein Wunsch, dein Tipp, um die digitale Barrierefreiheit dort voranzubringen? Ich glaube, mein Tipp, meine Empfehlung ist einfach die, sich darauf einzulassen tatsächlich. Ja, es sind immer, dieses Thema anzugreifen ist mit so vielen Hürden besetzt und so viele Leute haben so viel Angst, dass sie was falsch machen. Aber tatsächlich steckt da so viel Mehrwert drin, eine Zielgruppe anzusprechen, die jetzt nicht nur, wie Andreas gerade so gesagt hat, nicht nur gerade Menschen mit Behinderungen sind, sondern es ist hilfreich für so viel mehr Menschen. Da gab es schon irgendwie, ich glaube 2016, die Microsoft-Richtlinien für inklusives Design, wo sie ein schönes Raster aufgezeichnet haben, auch, dass es einfach situative Gründe gibt, warum man auf assistive Technologie oder bessere Bedienung angewiesen ist oder eben über längeren Zeitraum oder aufgrund von einer Behinderung. Und das betrifft aber ganz viel verschiedene Ebenen. Und eigentlich geht es einfach darum, für diese Digitalisierung, die gerade da ist, dazu zu nutzen, die Welt einfach barrierefreier zu machen, Hürden abzubauen und nicht noch weitere Hürden aufzubauen und das einfach im Alltag, im Arbeitsalltag mitzudenken und mitzuplanen. Vielen Dank. Seth, auch an dich, dein Wunsch, um ihn noch unserem Publikum mitzugeben, in einem kurzen Satz, was wäre dein Hauptwunsch, um die digitale Barrierefreiheit voranzubringen? So, Theta, I would like to place the question again to you, please. So what would be your wish to make the accessibility more incorporated in society? Seth speaking here. I would just say our world is big. And people with disabilities, you know, the world becomes small because we wish that every country would make progress with accessibility. You know, sometimes we take one step backwards and then we can move two steps forward. So I guess, you know, that way we can be one big happy family. Yeah. Nach meiner Meinung ist es so, dass wir leben ja in einer sehr, sehr großen Welt, dass ich sie eigentlich ein bisschen kleiner machen möchte. Ich möchte, dass jedes Land das Thema Barrierefreiheit implementiert nach verschiedenen Kriterien und ich möchte, dass die Welt ein bisschen kleiner wird. Und manchmal ist es so, dass wir einen Schritt zurückgehen, um zwei nach vorne zu gehen. Dafür bin ich bereit. Was ich möchte, ist, dass die Fortschritte für das Thema Barrierefreiheit in allen Ländern angegangen wird. Vielen Dank.
Wir sind am Ende unseres Panels. Vielen Dank euch allen. Ich hoffe, dass ihr alle euch habt ein bisschen inspirieren lassen von dem, was wir hier gehört haben und dass wir rauskommen aus diesem Bestandsaufnahme, hey, herummäkeln, wie schlecht es doch darum geht, sondern eher die Chancen sehen, dass wir die Power sehen und dass das, was wir an Instrumenten zur Verfügung haben, wie jetzt neue Gesetze oder Business Cases, dass wir das wirklich auf die Piste bringen und dieses Thema voranbringen. Vielen Dank allen. Danke, danke. Vielen Dank. Super, vielen Dank, Markus. Wir waren auf der Suche nach der Energie in Barrierefreiheit. Ich denke, das haben wir jetzt gut gespürt mit Rea, Andreas, Klaus, Seth und Markus. Da ist die Energie. Und ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, daraus auch wirklich Inspiration schöpfen können. Mir gefällt vor allem der Gedanke, dass wir die Menschen mit Behinderung oder jeden, der irgendeinen Access Need hat, einfach als wichtige Zielgruppe sehen. So wie Rea gesagt hat, mit eigenen Wünschen, Anforderungen und Ansprüchen. Und das sollte für jeden Motivation und Inspiration sein, der daran interessiert ist, kreative Lösungen zu finden. Also mit diesen Worten hoffe ich doch, dass jeder die Energie und die Inspiration hat, nach der wir Ausschau gehalten haben. Wir haben jetzt, glaube ich, 10 Minuten Zeit für Questions and Answers, für eine kurze Frage-Antwort-Session. Und Regine wird das übernehmen. Die hatte einen Blick auf den Chat und auf die Q&A und wird uns vorlesen, was unseren Teilnehmern auf der Seele brennt. Ja, wir haben noch nicht so viele Fragen. Eine Frage, die ist noch für den Clemens Kruse, da kam eine Frage, und zwar, welche Anforderungen werden denn genau an Selbstbedienungsterminals gestellt? Gibt es dazu eine Aufstellung? Das ist die Frage einer Teilnehmerin an Clemens. Ich kann da gerne kurz was zu sagen. Michael Wahl kann da vielleicht noch ergänzen, wenn er genauere Kenntnisse hat. Grundlegend ist es so, dass es bislang in Deutschland eben noch nicht diese Verordnung gibt, die das genau festlegen wird. Meiner Kenntnis nach sind auch noch nicht keine speziellen Normen im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht worden, sodass man die Frage derzeit noch nicht ganz exakt beurteilen kann. Es gibt aber, das ist die Grundlage für alles, gibt funktionale Anforderungen, die in der Anlage 1 zur EU-Richtlinie festgelegt worden sind, die werden auf alle Fälle dort näher konkretisiert werden. In der Verordnung auf deutscher Ebene und dann sicherlich aber auch in entsprechenden Normen auf europäischer Ebene. Also leider, man kann es noch nicht hundertprozentig sagen, was die genauen Anforderungen sind. Das ist jedenfalls mein Kenntnisstand. Man kann sich dem nur annähern über das, was man der EU-Richtlinie entnehmen kann. Ja, vielen Dank, Clemens. Ich gucke jetzt nochmal, ich sehe hier keine weiteren Fragen im Moment. Scheinbar gibt es keine Fragen, alles ist geregelt. Wir hören nichts. Sie können Ihre Fragen stellen, unten über die Funktion F und A, Fragen und Antworten. Es gab da einige Fragen über die beiden Präsentationen von Michael Wahl und Clemens Kruse, ob wir die im Nachgang zur Verfügung stellen, das würden wir dann im Nachgang. Regina, hast du auch im Q&A gesehen, weil zum Beispiel ich sehe einige Fragen von Markus zum Beispiel über die Legal Opportunities. Die sind schon beantwortet. Ich gucke jetzt nochmal, ja, hier. What legal opportunities can force a government institution like university or city website motivate to improve their digital accessibility? Can a private person or a private lawyer enforce an improvement, or is this a hopeless attempt? Also welche gesetzlichen Möglichkeiten können eine staatliche Institution oder zum Beispiel eine Universität, eine Website einer Stadt zum Beispiel, wie können die motiviert werden?
dass sie digitale Barrierefreiheit haben? Und kann man als Privatperson mit einem Rechtsanwalt, kann man da eine Verbesserung anstreben oder versuchen durchzusetzen, oder ist es hoffnungslos? Wer würde dazu vielleicht was sagen? Also, ich kann. Ja. Wunderbar, vielen Dank, Regina. Tatsächlich zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, da gibt es, glaube ich, Experten da im Raum oder im virtuellen Raum, die können das sicher viel, viel besser auch beantworten. Die haben das auch schon durchgemacht. Aber ich sehe das ja auch ganz stark von der inhaltlichen Ebene her. Ich arbeite ganz oft mit Unternehmen zusammen, die sagen, ja, Barrierefreiheit ist schon wichtig, aber eigentlich interessiert es die Leute ja eh nicht. Und das, was ich so oft höre, ist so eben dieser Ansatz. Und es wäre so wunderbar toll, wenn auch Unternehmen, wenn sie wirklich was machen im Bereich Barrierefreiheit, vielleicht auch einmal ein positives Feedback dazu bekommen. Ich arbeite zusammen mit einem Unternehmen, sie haben einen Online-Shop und die haben einfach wirklich, wirklich viel optimiert. Und dann haben sie einmal eine Nachricht bekommen mit einem, hey, ich nutze das jetzt viel lieber, vielen Dank. Und das ist dann auf persönlicher Ebene einfach bei der Person, die sich umgesetzt hat, ein Licht aufgegangen. Und sie haben gesagt, wunderbar, wir machen noch viel mehr dazu. Und wenn man dann Kritik hat, kann man das natürlich auch ansprechen. Also das würde ich natürlich auch sagen, dass man das natürlich ganz klar auch kommuniziert und sagt, es ist super, was ihr macht, aber diese 5 Punkte fehlen mir noch. Zur grundsätzlichen Motivation der Unternehmen oder jetzt auch staatlichen Stellen, hier etwas zu optimieren, unabhängig vom Rechtlichen. Und ich sehe, sowohl Klaus als auch Michael Wahl haben sich gemeldet, die sind rechtlich on the top. Dankeschön, Lea. Ja, dann. Darf ich oder? Michael? Ja. Ich lasse dich vor, Klaus. Okay, danke. Nein, ich will nichts jetzt zu den rechtlichen Rahmenbedingungen sagen, weil das ändert sich, das ist ja von Land zu Land auch unterschiedlich, weil wir in Österreich mit dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz eine andere Regelung haben als in Deutschland, als wie in Frankreich, als wie in Spanien etc. Und es ja auch davon abhängt, wie stark die jeweiligen Behindertenbewegungen dort sind, weil in Spanien mit der ONCE zum Beispiel gibt es einen starken Partner. Ich möchte nur noch zu dem sagen, was die Rea gesagt hat. Ja. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man die Leute nicht immer schimpft, ja, um das mal so zu sagen. Ja. Dass man Unternehmen, die auch wirklich versuchen, das Thema auch an Bord zu bringen und Leute an Bord zu bringen und zu motivieren, ja, dass man denen auch einmal ein positives Feedback gibt. Ja. Und es wird nicht immer alles zu 100% richtig sein. Ja. Aber der Prozess, das ist ja ein Prozess. Barrierefreiheit ist ja nicht wie bei einer Bilanz ein Zeitpunkt, wo etwas passiert und ab diesem Zeitpunkt ist alles gut. Ja. Sondern Barrierefreiheit ist ja ein Prozess, der über Jahre hinweg dauert. Ja. Und deshalb gibt es zum Beispiel in Österreich eine Initiative wie dieses Web Accessibility Certificate Austria, wo wir WCAG 2.1 AA konform prüfen, aber sagen, okay, wenn du nicht ganz barrierefrei bist, dann gibt es auch den Silver-Status und es gibt auch den Bronze-Status danach, um anzuerkennen, dass die Leute das auch wirklich versuchen, mal anzugehen, dieses Thema. Und wir wissen, wie schwierig es ist, im Nachhinein etwas wieder auszubessern. Und manche, die Leute machen das ja nicht, weil sie jetzt zu böse sind oder sagen, uns interessieren die ganzen Menschen mit Behinderungen nicht, sondern weil sie zu 99,5%, weil sie unwissend sind. Weil sie nicht wissen, wie sie damit mit diesem Thema umgehen können und sollen. Ja. Das sieht man im alltäglichen Leben auf der Straße. Der Shadi, den alle von euch kennen zum Beispiel, ja, Shadi Abu Sara, ich war mit ihm mal in Brüssel, kann mich ganz genau erinnern, wir stehen und warten gegenüber vom Tonhotel, weil dort eine Konferenz war. Auf einmal kommt von hinten ein Mensch, nimmt seinen Rollstuhl und schiebt ihn rüber. Und Shadi sagt, aber ich will hier gar nicht rüber. Ja. Und der sagt, jetzt beschweren auch noch, oder wie? So wie in der Kurve, jetzt beschweren sie sich nur so nach dem Motto, ja? Also, die Leute und die anderen schauen halt weg danach, ja? Und das möchte ich nur als Sinnbild jetzt noch mitgeben, ja? An die Runde hier, ja?
dass wenn Barrierefreiheit nicht erfüllt ist, dann heißt das nicht, dass die Leute so böse sind, dass sie ganz einfach das nicht machen wollen, sondern sie können es teilweise nicht und sie wissen es teilweise auch ganz einfach nicht. Danke, Klaus. Michael, du warst auch noch. Du wolltest auch noch. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, wieder entmutet. Genau. So, ich bin zu hören, oder? Ja. Ja, sehr gut. Ich kann das unterstützen, was meine beiden Vorredner gesagt haben. Und du willst es kurz nochmal aus einer Sicht zusammenfassen, an einem konkreten Beispiel. Also, wenn man jetzt mal öffentliche Stellen auch als Unternehmen sehen möchte, ist es ja die gleiche Funktion und also oder die gleiche Motivationslage, die wir da haben. Und oder sind ja auch handelnde Menschen. Und wir machen immer gute Erfahrungen auch bei uns in der Beratung. Alexander Fixel wird danach noch auf dem Podium sein, vielleicht auch was dazu sagen, dass man immer eben sozusagen Betroffene oder Stakeholder zu Mittätern machen muss. Also in dem eigenen Organisationsgebaren sind mit Sicherheit Menschen mit Beeinträchtigung drin. Wir haben ja die Zahlen vorhin gesehen. Oder wie Klaus Höckner sagt, irgendwann werden sie dann selbst irgendwie betroffen. Und das konkret aufzuzeigen und auch eine Nutzergruppe aufzuzeigen, die vielleicht gar noch nicht so auf dem Tableau ist. Und da möchte ich ein kleines Beispiel geben. Wir haben ganz früh, da waren wir, glaube ich, gerade zu zweit bei uns in der BFIT, haben wir eine oberste Bundesbehörde da gehabt, ein Ministerium, das jetzt gleich gelüftet wird, weil es ging um Pflege und es ging um einen Pflegeratgeber, das war das Bundesministerium für Gesundheit. Und dieses Ministerium hat ein Online-Tutorial entwickelt für kultursensible Pflege. Also da geht es darum, jetzt mal, denkt man gar nicht so dran, dass das mit digitaler Barrierefreiheit was zu tun haben kann, aber da ging es darum, Menschen, die nicht der Muttersprache Deutsch angehören, und wir haben ja auch immer mehr Menschen, die aus Einwanderungsländern kommen, eben vielleicht in ihrer Sprache von Menschen mit in ihrer Sprache gepflegt werden, weil das auch ein sehr sensibler Bereich ist. Und da war eben die Frage, gut, das Curriculum ist aber Deutsch, wie können wir das jetzt vermitteln? Und da sind die dann tatsächlich darauf gekommen, dass sie, wir haben über leichte Sprache gesprochen, wir haben über einfache Sprache gesprochen, und das war für ein richtiger Mehrgewinn oder Mehrwert sozusagen, zu sehen, naja, so erreichen wir quasi die Pflegerinnen und Pflegerer der Zukunft, die dann eben kultursensibel pflegen können. Und auf solche Verlinkungen zu setzen und diese Best Practices rauszustellen, ist immer sehr wertvoll, um die Motivationslage sozusagen auch nochmal konkret zu demonstrieren. Dankeschön, Michael. So, ich schaue nochmal nach, ob noch was Neues gekommen ist. Dann haben wir das auch beantwortet. Ich habe keine Fragen mehr hier. Nee, dann, Sabine, sind wir, glaube ich, jetzt haben wir unsere kleine Pause, wenn ich das richtig sehe, auf der Uhr. Ja, stimmt, genau. Wir sind ein bisschen hinter der Zeit, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir unsere Pause auf 3 Minuten reduzieren. Oh. Dann sind wir nochmal 2 Minuten hinter der Zeit. Und dann würde ich aber trotzdem alle einladen. Wir haben nämlich eine spannende zweite Podiumsdiskussion. Also ich würde nicht davonlaufen. Ich würde nach der Pause wieder zurückkommen, weil wir haben noch wirklich 5 super interessante Leute, die dann über universell nutzbare Produkte und Dienstleistungen reden werden und vor allem unglaublich viel Erfahrung in dem Bereich auch mitbringen. Also wer schnell was zu erledigen hat, wir haben 3 Minuten Zeit, und dann freue ich mich, wenn alle wieder zurück sind. Dann bis gleich. Vielen Dank.
So, ich würde dann nur die Teilnehmer an der nächsten Podiumsdiskussion vielleicht einladen, schon mal live zu gehen, dass wir sicherstellen können, dass alle da sind. Jawohl, super. Ich habe schon mal Manu und Klaus, das ist schon mal ein guter Start. Auch Ulrike, perfekt. Jetzt fehlt uns noch der Alexander, glaube ich. Ah ja, Annemarie, sehr gut. Ich dürfte dich eine Frage stellen. Bitte. Ja, bitte. Ja, also mein Hinweis ist, dass ich jetzt nicht mehr benötigt werde, aber es ist immer besser, wenn man das nochmal fragt. Mhm. Ist das okay, dass ich Sie jetzt dann, ja? Ja, Claudia, herzlichen Dank. Ich wünsche noch einbart. Ja, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für alles. Ich wünsche noch ein schönes Meeting. Es hat mir große Freude gemacht. Danke. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Sehr gut, super. So, dann schauen wir mal. Alexander, kannst du uns hören? Jawohl, wir sehen dich auch wieder. Perfekt, super. Ich bin da. Gut, also dann gehen wir in die zweite Runde. Und zwar jetzt werden wir sprechen über nutzbare Produkte und also universell nutzbare Produkte und Dienstleistungen. Die Podiumsdiskussion wird geleitet von Klaus Miesenberger. Und da könnte ich sehr viel erzählen. Ich habe versucht, es zu kürzen. Hauptsächlich ist der Klaus Leiter des Instituts für integriertes Studieren an der Johannes Kepler Universität in Linz. Er ist auch sehr aktiv in Forschung und Entwicklung in Computerwissenschaften mit einem Schwerpunkt auf Barrierefreiheit und gerade im Moment auch wieder sehr involviert in der Organisation von ICCHB, einer ganz tollen Konferenz, die jetzt schon zum 20. Mal stattfinden wird im Juli 2022 und wo auch gerade der Call for Papers ausgegangen ist. Also da würde ich jeden raten, mal einen Blick auf die Internetseite zu werfen. Mit dieser Einleitung würde ich das Wort gleich weitergeben, Klaus, und freue mich auf eine rege Diskussion. Danke, Sabine. Deine Einleitung macht klar, dass ich alt bin und schon lange in diesem Thema. Ja, es sind schon bald 35 Jahre, dass ich mich mit diesem Thema als Informatiker und an der Uni beschäftige. Und ja, der Spirit, so wie es vorher geheißen hat, ist mir noch nicht verloren gegangen, sondern im Gegenteil, ist noch immer da. Und ich bin auch dankbar und bin schwer beeindruckt von den Präsentationen und von der Diskussion vorher, nämlich die rechtlichen Entwicklungen zu sehen in Europa, die kommen, die wirklich Barrierefreiheit, Accessibility Design for All auf ein nächstes Level bringen werden. Ich konnte das selbst erleben, wie ich ein Sabbatical in den USA machen durfte und bei einer Firma im Accessibility-Bereich mitarbeiten durfte, welch einen Unterschied es macht, wenn Barrierefreiheit gesetzlich verankert ist. Also das gibt Energie, das gibt Power. Und wir haben das Thema jetzt, das Potenzial universell nutzbarer Produkte und Dienstleistungen zu diskutieren. Und die Diskussion vorher hat mich etwas nervös gemacht, denn ob man es aus der Sicht des Spirits, der Energie, der Power betrachtet oder aus Sicht des Potenzials, kann natürlich sehr, sehr nahe liegen. Aber ich denke, ich habe ein hochkarätiges Panel und ich bin überzeugt, dass wir in der Diskussion einige neue, spannende Aspekte zu diesem Thema beisteuern können und entwickeln können. Wir, und ich gehe auch davon aus, die meisten geschätzte Zuhörenden, Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns ja einig über das Potenzial der Barrierefreiheit, des Design for All, der assistierenden Technologien für Menschen mit Behinderungen und über viele Bereiche darüber hinaus. Und die Geschichte, vielleicht als Einstieg, gibt uns dazu recht. Sie zeigt viele Dimensionen bereits dieses Potenzials der Arbeit im Bereich Barrierefreiheit, assistierende Technologien auf.
Und wenn man sich die Geschichte anschaut, und das ist ein Hobby von mir, über die letzten Jahre einfach zu schauen, in der geschichtlichen Entwicklung, in der Entwicklung von Werkzeugen in der Gesellschaft, wie viel Barrierefreiheit, wie viel Accessibility, wie viel assistierende Technologie dahinter steckt, auch wenn es wir heute überhaupt nicht mehr merken. Pellegrini Turi in 1808 konnte wahrscheinlich nicht erahnen, welches Potenzial es haben wird, wenn er darüber nachdenkt, wenn er für seine blinde Freundin ein Werkzeug entwickeln möchte, mit dem man sichtbare Buchstaben auf ein Blatt Papier drucken kann. Dass das relativ schnell dann zur Schreibmaschine wurde, die die ganze Gesellschaft revolutioniert, das hat er nicht erahnt. Und heute, ich gehe davon aus, sehr wenige denken darüber, dabei überhaupt darüber nach. Und Alexander Graham Bell hat wahrscheinlich auch nicht gedacht, wie er sich mit dem System, das sein Vater begonnen hat zu entwickeln, sein Vater war Gehörlosenlehrer, Information, Schall direkt zum Ohr eines hörbehinderten Schülers zu übertragen, dass daraus eine Technologie wird, die eigentlich allgegenwärtig sein wird, nämlich das Telefon. Die Tragödie der Geschichte dabei, das Telefon wurde zu einem der größten Barrieren für hörbehinderte Menschen selbst, aber Alexander Graham Bell wissen wahrscheinlich auch nicht die meisten, hat unendlich viel investiert in Schulen, in Universitäten, um gehörlose Menschen zu unterstützen. Ray Kurzweil mit seiner Reading Machine hat nie gedacht, dass wir in der Zwischenzeit auf jeder Kopierer, der am Gang steht, letztendlich die Technologie, assistierende Technologie drinnen hat. Predictive Typing, Text-to-Speech, Segway, die Adaptierung des Nutzerinterfaces am Computer und, eine unendliche Reihe. Ich nutze diese Beispiele sehr, sehr gerne in meinen Vorlesungen, um Informatikerinnen, Mechatronikerinnen, Technikstudierende zu motivieren und ihnen klarzumachen, wenn man über die extremen Nutzungssituationen nachdenkt, so und Produkte so gut strukturiert, dass man sich quasi blind zurechtfindet. Einfach und anpassbar, dass sie Menschen mit Lernschwierigkeiten gut verstehen und so flexibel, dass man sie auch ohne Maus, Tastatur, Touch oder Ähnlichem bedienen kann, dass das letztendlich sehr, sehr vielen nutzen wird. Eins haben all diese Beispiele, wie gesagt, gemeinsam. Wenn die Arbeit erfolgreich war, dann wird es nicht mehr als Design for All, Barrierefreiheit, assistierende Technologie wahrgenommen. Wie es schon Markus gesagt hat, wir werden mehr oder mehr überflüssig. Ich glaube nicht, dass wir überflüssig werden, sondern die Herausforderung ist es, uns den nächsten möglichen Potenzialen Barrierefreiheit und assistierenden Technologien zu stellen. Und so stellen wir uns heute genau diesem Thema, nämlich das Potenzial von Barrierefreiheit, das Potenzial von assistierenden Technologien, das Potenzial universell nutzbarer Produkte und Dienstleistungen zu diskutieren. Und ich freue mich, eine sehr hochkarätige Runde begrüßen zu können, eine Dachrunde. Ich bin dabei das A. Das darf man jetzt nicht falsch interpretieren, auf gut Österreichisch. Du bist ein A, kann etwas ganz Bestimmtes auch heißen. Dach, wir beginnen in der Schweiz. Manu Helm ist Co-Projektleiterin des Projektes Barrierefreie Kommunikation an der ETH Zürich und CPACC, Certified Professional. Wir haben bei uns Annemarie Nebbe, Accessibility and Usability Expertin bei T-Systems Multimedia Solutions. Ulrike Peter, Leitung der Zentralstelle für barrierefreie Informationstechnik beim Landesbehindertenbeauftragten Bremen, und Alexander Pfingstl, Experte für Barrierefreiheit, Software und Prozesse bei der Überwachungsstelle des Bundes BFIT des Bundes in Deutschland. Auch wenn wir uns einig sind, wie groß das Potenzial von Barrierefreiheit ist, meine erste Frage an die Runde, wo denn das Potenzial gesehen wird. Natürlich für die Zielgruppen, Menschen mit Behinderungen, natürlich für das Betreuen der Umgebung, aber auch darüber hinaus, sei es für allgemeine Usability, wirtschaftlich, gemeinwirtschaftlich, für die Gesellschaft als Ganzes. Und ich möchte beginnen als
Mensch der Universität als Informatiker, natürlich mit der ETH Zürich, ein Walhalla für Wissenschaft und technische Entwicklungen. Und an der ETH war ja ein berühmter Physiker mit Teilleistungsschwächen, der als Student kläglich gescheitert ist. Man hat das Potenzial, man hat die Umgebung Universität nicht entsprechend angepasst, dass er sein Potenzial woanders entfalten musste. Und an der ETH läuft ein ganz spannendes Projekt, barrierefreie Kommunikation. Und meine Frage an Manuheim: Was ist das, dieses Projekt und wie versucht man durch ein solches Projekt barrierefreie Kommunikation das Potenzial der Universität, das Potenzial in der Inklusion zu stärken? Manu, bitte. Ja, danke für die nette Einführung. Vielleicht noch ganz kurz mal den Namen genannt, dieses prominenten ehemaligen Studenten. Das ist natürlich der Albert Einstein, mit dem wir uns gerne schmücken, der als Student nicht gerade als Vorzeigestudent aufgefallen ist. Ganz im Gegenteil, war selten da und hat überhaupt die Prüfungen nur bestanden dank der Notizen seines guten Freundes. Er war dann auch der Einzige, der keine Anstellung bekommen hat nach dem Studium aus seinem ganzen Jahrgang. War dann erst in Bern beim Patentamt und war da, glaube ich, beinahe versauert, bis er dann irgendwann doch zurückkommen durfte in einer Anstellung. War wohl damals eher eine Leitgeschichte und heute schmücken wir uns doch gerne mit diesem Genie. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte, weil sie halt eben auch aufzeigt, dass das Potenzial häufig in Leuten schlummert, wo man es zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht erkennen kann oder nicht erkennen will oder nicht weiß, wie man es erkennen würde. Ich habe auch über Churchill gelesen. Warum er war ein Schulversager, weil seine Lehrer blind waren für seine Begabung. Also dieses Setup und die Herausforderung bei uns wird wohl sein, dass diese sehr große, sehr renommierte Hochschule versuchen möchte, das Potenzial in eigentlich jeden, der möchte, auch zu wecken. Das ist einerseits eine Elite-Universität, die immer in den Top 10 weltweit rankt. Also hat man auch einen Anspruch. Man möchte einerseits nur die Besten, das ist aber vor die Herausforderung gestellt, dann schon zu merken, wer denn die Besten sind. Und ich glaube, wir bewegen uns da auch so ein bisschen zwischen diesen gesellschaftlichen Anforderungen von Normalität. Was ist denn normal? Es ist am einfachsten, wenn alle normal sind, aber was wäre das denn schon? Und ich glaube, da stehen wir auch so ganz am Anfang einer Entwicklung, die wir in die Hochschule reinbringen wollen. Das führt mich über zu deiner Frage, Klaus, worum es sich denn überhaupt handelt bei diesem Programm. Also das Ganze ist sogar ein Programm, nicht nur ein Projekt. Das ist auf 4 Jahre grundsätzlich angelegt. Hindernisfreiheit an der ETH. Wir stehen ganz am Anfang, muss man dazu auch sagen. Wir haben im Januar begonnen damit. Januar 2021 war das Kickoff. Und es geht nun mal darum, diese 3 Säulen eigentlich reinzubringen, der Technologie, aber auch der Organisation und der Inklusion, also dieses Verstehen und auch das Bauliche natürlich. Also das ist eine Riesenkiste, wie man so schön sagt, beim Bau angelegt auf 15 Jahre, weil Gebäude aus dem 19. Jahrhundert nun mal nicht ganz so schnell umgebaut sind, vor allem nicht, wenn sie unter Denkmalschutz stehen. In den meisten Teilbereichen auf 4 Jahre angelegt. Auch das zeigt, glaube ich, die Größe des Ganzen und aufgeteilt in ganz viele kleine Teilprojekte oder in ganz viele, naja, nicht so kleine Teilprojekte, sondern vielleicht große Teilprojekte, wo es eben darum gehen wird und darum geht, in den ganz verschiedenen Bereichen die Zugänglichkeit zu stärken, bewusst zu machen, dafür zu sensibilisieren. Und Rea hat mir vorhin bei ganz vielen Dingen aus dem Herzen gesprochen. Also diese Sensibilisierung und auch dieses Wohlwollen der Schritte, die Leute machen, die Organisationen machen, auch das zu anerkennen. Danke, Manu. Kurze Nachfrage.
sieht man schon in Bezug auf das Potenzial, wird das auch von der Universität gesamt, also ob jetzt von bottom-up, von den Mitarbeitenden, Studierenden oder top-down, von der Leitung der Universität, wird das wirklich auch gesehen, wir entwickeln ein Potenzial, oder hast du eher das Gefühl, dass noch ein Schritt zu gehen ist und man noch eher glaubt, das ist ein Muss, weil es ist gesetzlich vorgeschrieben und wir müssen uns dem Ganzen stellen, weil es die Political Correctness erfordert, oder welche Statements man auch immer hören kann, ob explizit gesagt oder man zwischen den Zeilen und an der Mimikgestik der Personen ablesen kann. Letztendlich trägt man sich an der Uni heran und umsetzen, Barrierefreiheit und Inklusion muss ja letztendlich jeder, die Universität als Gesamtes. Richtig, ja, absolut richtig. Ich glaube, das hängt sehr, sehr stark davon ab, ob du mit Leuten sprichst, die schon sensibilisiert sind, die schon ein Gespür für das Thema entwickelt haben, oder mit denen, die da irgendwie was gehört haben und überhaupt noch nicht verstehen, worum es geht. Bei denen ist wahrscheinlich immer noch das Gefühl vorherrschen, das muss man wahrscheinlich tun, weil wir ja zum Bund gehören und deswegen verpflichtet sind und gesetzliche Rahmenbedingungen, eben diese Keule, von der wir häufig gehört haben. Das Schöne ist aber, dass die ganze Schulleitung hinter dem Programm steht und das auch wirklich will und von oben stützt, wenn von unten auch schon viel passiert. Und das finde ich sehr schön. In dem Sinn, also ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin noch keine 2 Monate in dem Programm drin, habe ich es bisher sehr stark erlebt, als wir wollen das wirklich tun, weil wir überzeugt sind davon, dass wir daran gewinnen und die ganze Organisation damit gewinnen wird. Vielen Dank. Also wirklich ein Unterschied. Ich kann mich erinnern, wie ich vor mehr als 30 Jahren an der Uni begonnen habe. Von den Kolleginnen und Kollegen habe ich meistens gehört, muss ich mir das jetzt auch noch antun. Von der Universität, wo man das Potenzial von universell nutzbaren Produkten und Dienstleistungen entwickelt, um das Potenzial aller Köpfe, aller Menschen zu nutzen, zur Wirtschaft. Annemarie, die Wirtschaft ist es noch immer, wie man häufig sagt, ein lästiges Muss, oder sieht man das als Investition? Barrierefreiheit umzusetzen, universell nutzbare Produkte, wird das schon gesehen oder sind das noch immer Statements, die wir in unserem Kreis diskutieren, oder geht das raus? Noch nicht, ist so die Grundaussage, die ich hier vielleicht treffen möchte. Wir arbeiten daran, dass es gesehen wird. Ich will noch mal Bezug nehmen auf das fantastische Zitat, was Andreas Lehmann vorhin gebracht hat, was so ganz in mein Mindset auch hineinpasst. Die größte Power der Barrierefreiheit ist der Mehrwert, der für alle geschaffen wird. Und das zeigt eigentlich das Potenzial, das wir hier mitbringen, wenn wir natürlich einmal aus Nutzersicht sprechen, aber auch das Potenzial, denn für alle geschaffen heißt eben auch für das Management geschaffen, das ja immer Wirtschaftlichkeit im Sinn hat und diese Wirtschaftlichkeit als Potenzial als Key Facts immer braucht. Und Barrierefreiheit wird hier immer mehr verstanden als Qualitätsmerkmal, also nicht als notwendige Muss-Option, sondern als Qualitätsmerkmal, womit ich die Chance habe, mehr Kunden zu erreichen, womit ich die Chance habe, meine Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Ich rede nicht unbedingt davon, sie barrierefrei zu machen, sondern in der Qualität einfach zu verbessern. Wir haben ja auch gesagt, Barrierefreiheit ist etwas, was dann richtig gut ist, wenn man es nicht mehr merkt. Ein Aspekt, der bei vielen Dingen eine Rolle spielt. Ich komme aus dem ganz ursprünglich mal aus dem Bereich der Typografie. Auch da ist es so, Lesbarkeit ist die Lehre dessen, wenn man etwas lesen kann, ohne dass man sozusagen gehindert wird am Lesen des Textes, dass man an der Inhaltserfassung also teilhaben kann. Und hier geht es darum, diesen Mehrwert tatsächlich als Potenzial zu begreifen. Und auch du, Klaus, hast gesagt, eine ganz wichtige Chance, die hier in der Wirtschaftlichkeit liegt, schon an den Anfang dieser Diskussion hier gestellt, nämlich die große Innovationskraft. Und Innovationskraft, da steckt Wirtschaftlichkeit drin, etwas Neues zu entwickeln, als auf der Grundlage von Nutzeranforderungen von Menschen.
Also diese nutzerzentrierte Sicht, aus der Barrierefreiheit kommt, die birgt eben genau diese Potenziale. Und wir haben jetzt schon sozusagen drei genannt, ne, die Kunden, die wir vielleicht mehr erreichen können, die Produkte und Dienstleistungen, die wir verbessern können. Die Mitarbeitersicht, die möchte ich gerne noch mit in der Diskussion stellen, denn hier gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ne, oder Menschen, die ich beschäftige, auch tatsächlich gesund zu erhalten. Ne. Auch hier spielt barrierefreies Denken und Wirken in einer Firma eine ganz, ganz große Rolle. Und nicht zum Schluss, und das trägt auch sehr zur Wirtschaftlichkeit bei, ist ein großes Potenzial der Barrierefreiheit, mein Image zu verbessern. Eben weil Kunden, Mitarbeiter und bessere Produkte und Dienstleistungen auf mein Image natürlich Einfluss haben. Und wenn wir diese Aspekte zusammengreifen, dann kann sich eigentlich keiner mehr erwehren dagegen, Barrierefreiheit als notwendiges Muss der Wirtschaftlichkeit zu sehen. Danke. Das heißt, man kann sagen, in deiner Firma, T-Systems, dort hat man es gecheckt, dort gibt es eine Abteilung und dort wird nach oben reported und das wird Teil der strategischen Entwicklung, das wird Teil der Unternehmenskultur. Spürst du, sage ich, dass das wirklich schon geschieht? Oder ist es, wenn du sagst, bei Image habe ich Leuten bei mir immer die Glocke, ja, dann hat man halt, also das habe ich bei einigen Universitäten bei uns hier gemerkt, für das Image, dann hat man halt eine Stelle eines Behindertenbeauftragten oder eines Zuständigen für irgendetwas und damit hat man das Image nach außen. Oder genau diese, ich sag mal, das Spannende, wie du das dargestellt hast, einfach Innovation voranzutreiben, Umsatz zu generieren, ist das wirklich schon, also das am Anfang hast du gesagt, noch nicht, aber schon. Wo steht ihr? Ich spreche da mal nicht nur für die T-Systems, sondern vielleicht auch für die Telekom, weil wir hier angesiedelt sind. Zum einen hat die Telekom sehr, sehr ausgefeilte Prozesse für barrierefreie Produkte, die sie einsetzt für ihre Mitarbeiter. Das heißt, die interne Sicht, die Arbeitgeberverpflichtung wird bei uns sehr, sehr hoch gehalten. Und da kommen dann auch solche Rollen ins Spiel wie Inklusionsbeauftragter oder eben auch Konzernschwerbehindertenvertreter, aber eben auch meine Abteilung beispielsweise, das größte Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit und Softwareergonomie in ganz Deutschland, ist angesiedelt innerhalb der Telekom und sorgt dafür, dass unsere Mitarbeiter am digitalen Arbeitsplatz barrierefrei arbeiten können. Diese interne Sicht, die haben wir noch nicht nach extern transportieren können. Da stehen wir gerade. Das ist eine Aufgabe, ist eine Herausforderung, wo es eben auch, und da pflichte ich auch der ersten Podiumsdiskussion bei, gesetzliche Maßgaben benötigt, damit wir Hebel haben. Noch weitere Hebel als das Argument der Wirtschaftlichkeit, eben auch den Muss-Hebel immer wieder ansetzen müssen, um hier eine Durchdringung und Durchsetzung zu tun. Aber strategisch sind wir in der Telekom sehr inklusiv aufgestellt. Wir haben mit der Kampagne Hashtag dabei hier Werte, die wir nach außen tragen, denen wir jetzt noch ein richtiges Fundament untermauern müssen. Das wissen wir, da sind wir noch nicht perfekt. Aber wie heißt es so schön, der Garten muss gewässert werden und die Pflanzen wachsen und daran arbeite auch ich. Vielen herzlichen Dank. Darauf komme ich nochmal zurück. Also genau das, was du angesprochen hast, diese Indikatoren, das würde ich schon gerne auch in Bezug auf das Potenzial noch näher diskutieren. Aber von der Wirtschaft würde ich jetzt gerne wechseln zum Bereich der öffentlichen Verwaltung und zum Bereich des Monitoring der Barrierefreiheit, also jene, die wirklich dahinter stehen und schauen, dass nicht nur gesetzliche Rahmenbedingungen, und das ist ja schon die Frage, die ich gerne zuerst richten würde an die Ulrike Peter, ist es nur die Umsetzung, die Überwachung der gesetzlichen Anforderungen oder ist es mehr? Sieht man Barrierefreiheit in der Verwaltung und damit in den Bereichen, die verwaltet werden, sieht man das als Potenzial? Ja, vielen Dank. Ich komme ja aus dem kleinsten Bundesland in Deutschland, aus Bremen, was ein Stadtstaat ist und dadurch
hat die Zentralstelle, die ich leite, sowohl die Überwachungsfunktion als auch die Durchsetzungsfunktion. Da sind uns einfach ein paar Kompetenzen mehr mitgegeben als jetzt zum Beispiel der BFIT-Bund, wo Alexander Pfingstl und Michael Wahl arbeiten. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, da ganz anders auch nochmal auf Verwaltung einzuwirken. Und ich versuche, Verwaltung immer damit zu motivieren, dass sie ja einen ganz großen Vorteil haben, dass sie einfach anteilig mehr schwerbehinderte Beschäftigte haben als viele Unternehmen auf dem freien Markt. Und dass sie dieses Potenzial ja sowieso schon mitbringen und nutzen, weil darin sehe ich den Hauptgewinn und auch das Universelle, dass wir einfach eine Gesellschaft haben, die Vielfalt abbildet und eben Verwaltung und auch gerade Führungskräfte in der Verwaltung diese Intersektionalität der Gesellschaft dann auch bei den eigenen Mitarbeitenden haben und Menschen mit Behinderungen dann eben als ExpertInnen in eigener Sache eingesetzt werden können und konkret auch an den eigenen Anforderungen einfach wissen, was sind die Bedarfe. Obwohl es natürlich gleichzeitig auch, ne, im Sinne der Überwachung ist und der Durchsetzung, es braucht die gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien. Aber schlussendlich erlebe ich, dass das Thema dann angekommen ist, wenn es wie eine eigene Selbstverpflichtung gibt. Also wenn nicht nur auf Gesetze geguckt wird, sondern wenn im Sinne von einem Code of Conduct oder einem gemeinsamen Erfahrungshintergrund einfach gemerkt wird, was für einen Mehrwert man hat, und zwar für alle. Das kam ja in der vorherigen Diskussion auch schon ganz stark raus, dass es eben situative oder zeitlich begrenzte Barrieren für alle, also ne, die erleben wir alle. Und dass es auch eine andere Art vom Umgang und ich nenne es jetzt mal, also es ist ein schwieriger Begriff, aber ne, ich nenne es jetzt mal Fürsorge füreinander haben, um einfach aus so einer Vision von, ganz groß gesagt, einer besseren Welt zu leben. Vielen Dank. Ja, wenn ich nachfragen darf, wenn einerseits natürlich die Notwendigkeit des Monitoring, Überwachen und so weiter da ist, was macht eine solche Einheit oder was kann eine solche Einheit machen neben der Überwachung, um diese Änderung des Mindsets zu erreichen, sei es bei den verwaltenden Mitarbeitern oder bei der Organisation? Geht das in Richtung Schulung, geht das in Richtung Öffentlichkeits- oder innere Bewusstseinsbildung und so weiter? Was sind so Aktivitäten, die über ein Monitoring hinausgehen? Ja, da muss ich auch sagen, bin ich eigentlich auf schon gut beackertes Feld gestoßen, als ich 2019 da angefangen habe in Bremen. Das heißt, es gab damals schon ein Landes-CMS, wo eben viele Webseiten des Landes drüber gelaufen sind, das technisch relativ barrierefreien Content ausliefert. Das heißt, und es gab langjährig schon Schulungen der Redaktionen, wie eben Inhalte eingestellt werden müssen, dass sie dann barrierefrei sind. Und insofern gab es eine hohe Sensibilität dafür, dass geschult werden soll. Jetzt aktuell ist es so, dass das Aus- und Fortbildungszentrum, also die Schulungen anbieten, auf uns zugekommen sind und gesagt haben, so langsam steigen wir mit, was wir heute hier auch hatten, ne, mit dem EAA, über die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht mehr wirklich durch. Und wir merken auch, dass unsere öffentlichen Stellen, also nicht nur die Kernverwaltung, sondern die nachgelagerten, zum Beispiel Zuwendungsempfänger und so, gesetzlich gar nicht genau wissen, wo sind sie für verantwortlich. Und mit denen konzipieren wir jetzt gemeinsam Veranstaltungen. Und es ist einfach schön zu sehen, dass die Barrierefreiheit da offene Türen einrennt, also dass es so angekommen ist, dass es ähnlich wie der Datenschutz einfach ein Thema ist, was dazugehört, sagen wir mal so ganz allgemein. Und klar machen wir auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Aktuell ist es so, dass ich mit dem Leiter des Instituts für digitale Teilhabe von der Hochschule, Henning Lühr, das ist ein ehemaliger Staatsrat von uns. Mit dem zusammen gebe ich ein Buch raus, was jetzt in den nächsten Wochen erscheint, zur digitalen Teilhabe und Barrierefreiheit, wo wir einfach auch nochmal Best-Practice-Beispiele, vor allem aus Bremen, aber auch aus Flächenländern, für Verwaltung eben zusammengestellt haben, wo gezeigt wird, ne, wie kann man das auch in Verwaltungsprozesse integrieren und wie etabliert man eine einfache Sprache,
unter allen, um dann eben nochmal sowas wie leichte Sprache oben drauf zu setzen. Also es ist ganz vielfältig und es gibt ganz viele Themen. Genau. Vielen herzlichen Dank. Alexander ist schon angesprochen worden, Alexander Pfingstl, Selbstnutzender und natürlich mit in der Überwachungsstelle mit der europäischen Norm BitV und so weiter. Und jetzt gehe ich davon aus, mit den neuen gesetzlichen Anforderungen konfrontiert. Wie wird bei diesen Überwachungen, was mich interessieren würde, wie wird hier auch neben der Einhaltung von Normen auch auf die Umsetzung des Potenzials eingewirkt? Gibt es Aktivitäten, gibt es Möglichkeiten für eine solche Überwachungsstelle über das reine Überwachen hinaus aktiv zu werden? Ja, ich denke schon. Also wir zum einen, klar müssen wir überwachen, das ist unser gesetzlicher Auftrag. Für uns ist ganz, ganz wichtig auch der Beratungsaspekt. Das hat Michael Wahl ja heute früh auch oder heute Nachmittag ja erklärt. Das ist eine unserer Säulen, die wir auch haben. Wir bieten das ganz, ganz stark an. Wir stellen fest, dass auch die Nachfrage nach diesen Beratungen sehr stark ist und zwar spannenderweise auch ganz intensiv bei diesen vereinfachten Prüfungen, nennen wir die ja in der EU-Richtlinie, also den quasi eher oberflächlicheren Prüfungen. Wir stellen fest, dass das Interesse also oft relativ groß ist und dass dann auch oft im Nachgang noch Fragen kommen, die mit der eigentlichen Prüfung gar nichts zu tun haben. Und ganz groß durch das Thema Dokumente, ganz oft geht es manchmal auch noch ein bisschen um Prozesse oder wie wir hatten auch ein paar Behörden, die uns gefragt haben, wie können wir denn das Thema intern besser aufstellen, weil einfach klar war, sie wollen sich damit beschäftigen, also auch die Motivation war da, aber wie können wir das denn tun? Und wir selber sehen halt auch daneben natürlich auch das Thema Sensibilisierung bei uns ganz, ganz stark. Einfach Leute dafür zu sensibilisieren, dass es eben Menschen gibt, die mit Dingen anders umgehen, als man vielleicht selber tut. Das tun wir auch bei der Deutschen Rentenversicherung, wo wir ja auch sind. Und da haben wir auch ganz, ganz wunderbare Effekte erzielt, wo wir also Leute gefunden haben, die jetzt durchs ganze Haus rennen und dieses Thema irgendwie vorantreiben, weil sie davon dann doch sehr, sehr angetan sind. Und das begleiten wir mit, das dürfen wir, können wir mit begleiten. Das macht uns große Freude. Und weil es uns einfach immer wichtig war und auch wichtig ist, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend zu rennen und zu sagen, du hast da irgendwas falsch gemacht. Weil wenn wir einfach nur Leuten sagen wollen würden, hey, deine Website ist nicht barrierefrei, müssten wir diesen Prüfungsaufwand nicht treiben, weil momentan ist eigentlich keine Seite barrierefrei. Darum geht es uns aber nicht, sondern es geht tatsächlich darum, die Motivation hochzuhalten, zu sagen, was ist schon ganz gut gelöst und wo kann man eben noch besser werden. Und deswegen versuchen wir wirklich immer auch dieses Beratungs- und Angebot da ganz, ganz stark auszubauen, auf die Prüfung bezogen, aber auch sonst, wenn wir eben Anfragen von obersten Bundesbehörden bekommen, mit denen wir halt sonst auch im Umfeld zu tun haben. Als Überwachungsstelle sitzt ihr ja, und das sage ich als Universitätsmensch und als Forscher sehr neidisch, ihr sitzt ja auf einem breiten Pool von Daten, wie die Situation aussieht in Bezug auf Barrierefreiheit und so weiter. Kann man aus den Daten, kann man oder auch aus deiner Erfahrung schon irgendetwas, sowas wie einen Impact sehen? Das heißt, dass wirklich Barrierefreiheit das Potenzial entwickelt? Oder würdest du sagen, das ist noch zu früh? Oder hat man schon ein Gespür dafür? Also ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Spannenderweise möchte die EU das ja auch wissen. Also wir haben ja in dem EU-Bericht, den wir schreiben müssen, ab der nächsten Periode ja auch den Abschnitt des Fortschritts, den wir beschreiben müssen. Ich bin da selber auch ganz, ganz gespannt. Wir erheben jetzt ja die ganzen Daten für dieses Jahr und fürs letzte Jahr, also was ja ein Überwachungszeitraum ist für die EU. Und bekommen wir von allen Bundesländern jeden Bericht uns übermittelt. Das heißt, es werden nachher mit allen Prüfungen so um die 2000 Berichte sein, die wir dann zusammensammeln. Und es wird dann ja von Jahr zu Jahr auch ein bisschen mehr. Und ich bin da ganz gespannt, ob sich Verschiebungen erkennen lassen, also auf der Anforderungsebene. Was natürlich noch nicht unbedingt immer was nachher vielleicht auch zu konkreten Barrierefreiheit aussagt, denn wir haben natürlich gerade auf Webseiten so Elemente wie so ein Menü. Ne? Und so ein Menü zum Beispiel, das vereint ja ganz, ganz viele Anforderungen. Das kann die Tastaturbedienbarkeit sein, das kann sowas sein wie eine Fokusverfolgung, das kann sowas sein wie ein Screenreader weiß, ob das auf- oder zugeklappt ist. Also
das werden wir sicherlich nicht so richtig rauskriegen können, an welchen Elementen wird es vielleicht besser, aber was wir rauskriegen können, ist, welche Anforderungen werden vielleicht öfter erfüllt und wo gibt es da Verschiebungen? Da sind wir ganz gespannt drauf, wie sich das in den nächsten Jahren so entwickelt. Vielen Dank, ja, ganz spannend. Ich möchte jetzt mit einer zweiten Frage vielleicht unmittelbar daran anschließen, an Daten, an Fakten, weil ich denke, viele haben immer das Gespür, wir werden ja danach auch gefragt, was ist der Impact? Und ich weiß, dass diese Frage sehr, sehr viele nervt, weil es um eine soziale Anforderung geht, um eine selbstverständliche, aber nichtsdestotrotz, und ich frage jetzt nicht konkret die Personen, sondern frage offen in unser Panel hinein, gibt es Indikatoren, gibt es Größen, gibt es Daten und Fakten, mit denen wir das Potenzial, die Möglichkeiten der Möglichkeiten und Chancen der Barrierefreiheit und universellen nutzbarer Produkte und Dienstleistungen nachweisen können? Wir kennen es ja aus Usability und so weiter. Gibt es solche Daten? Ich frage, wenn niemand antwortet, antwortet niemand. Aber ich höre die Frage nur zu oft und ich gebe einfach die Frage weiter, weil ich mir selbst sehr, sehr schwer tue, eine solche Antwort zu finden. Ich nutze mal die Gelegenheit und antworte vielleicht zuerst. Das habe ich erwartet, dass die Wirtschaft zuerst antwortet. Danke. Die Anknüpfung an die Usability ist ja sehr, sehr gut, weil die Return of Investments, die man aus der Usability kennt, genau dieselben sind, wie wir sie in der Barrierefreiheit haben. Das heißt, alles, was man dort weiß über solche Wirtschaftlichkeitsaspekte, die Bedienfreundlichkeit mit sich bringen, kann man übertragen auf Barrierefreiheit. Wir sehen auch Barrierefreiheit als ein Teil der Usability, deshalb nehmen wir dort auch dieselben Grundlagen an. Und ich möchte vielleicht mal eine Zahl mitgeben, die kommt von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. 10% der Arbeitszeit verbringen Beschäftigte damit, Bedienfehler zu bewältigen. Das ist eine enorm große Zahl. Und ergonomische und barrierefreie Anwendungen haben hier ein Riesenpotenzial, diese 10% zu verkleinern und damit natürlich ein absolutes wirtschaftliches Impact. Das ist nur eine Zahl von vielen. Ich halte solche Vorträge auch sehr häufig oder ich werde auch sehr häufig danach gefragt, genau nach diesen Aspekten. Und habe hier natürlich auch einiges an Zahlen zusammengesucht. Wir haben auch eine interne Statistik, wo wir sozusagen den Impact auch unserer Arbeit natürlich monitoren können, damit wir wissen, was wir tun, ob das auch tatsächlich den Sinn erfüllt und auch natürlich die Reichweite aufzeigt, die wir erreichen wollen. Ich würde das vielleicht noch kurz ergänzen und sagen, da hängt ja auch ein ganz großes soziales Thema dran. Ich meine, viele Leute, die jetzt jung sind, werden ja mit IT groß, ne? Also sind es gewohnt, digitale Medien zu nutzen. Und was wir auch immer sagen, ist halt, hey, wenn ihr irgendwann mal 60, 70 seid, wollt ihr es auch weiterhin machen. Ihr wollt auch weiter an der Gesellschaft teilhaben können und wollt weiterhin online einkaufen, wollt weiterhin diverse Dinge tun. Weiß ich, jetzt haben wir ja auch hier in Deutschland ja auch langsam das Digitalisieren der Verwaltung. Ne? Also wir können irgendwann unsere ganzen Behördengänge online machen und müssen nicht mehr irgendwo hingehen. Und diese Menge an Menschen, das hat Michael heute Morgen auch gesagt, wird immer, immer größer. Und vielleicht empfinden die aktuellen Senioren das auch nicht allzu schwierig, wenn sie noch nicht ganz so digital im Alter unterwegs sein können, weil sie halt sagen, naja, das habe ich auch nicht gehabt in meinem Leben und jetzt, die wachsen halt so rein. Aber alle Menschen, die jetzt so im mittleren Alter sind oder noch jünger, die sind das gewohnt und die wollen das auch weiter nutzen. Und ich glaube, das ist halt ein Riesenpotenzial, weil diese Menschen ja jetzt ja viel online machen. Gerade in Corona ist das Thema Online-Shoppen ist riesig geworden. Die Leute gehen nicht mehr raus, wollten nicht mehr rausgehen, kaufen alles online. Diese Menschen werden älter irgendwann und haben dann ihre ganz persönlichen Herausforderungen. Das hat der Klaus Höckner vorhin auch gesagt, jeder von uns wird irgendwann seine persönlichen Herausforderungen mit digitaler Technik haben, egal auf welchem Level. Und das geht dann, und dann haben wir ja tatsächlich ja Leute, die das ja jetzt schon machen, die es auch weitermachen wollen und nicht Leute, die jetzt nur heranführen müssen. Ich glaube, das ist halt eine Riesengruppe. Das zeigt sich nicht gleich, nicht in 1, 2, 3 Jahren vielleicht, aber das wird längerfristig eine Riesengruppe werden, die sonst einfach, glaube ich, wirklich sehr gesellschaftlich super unzufrieden wäre, wenn wir das nicht als Potenzial auch sehen.
Vielen herzlichen Dank. Ich kenne nur ein Beispiel, das ist aber schon sehr alt, ist, glaube ich, noch vor dem neuen Jahrtausend gewesen. In Schweden war es, da hat man in 200 Wohnungen barrierefrei gemacht und Smart Home eingebaut. Im Sozialbereich für ältere Menschen. Und bei jeder Wohnung, wenn es gelungen ist, die Person, weil in Schweden sind die Kosten für Heimplätze und so weiter enorm hoch, wenn es gelungen ist, die Person mindestens 12 Tage länger in den eigenen 4 Wänden zu halten, dann hat sich das bereits als Return of Investment herausgestellt, weil eben die Kosten so enorm hoch sind. Und diese Folgekosten der Nicht-Barrierefreiheit, so wie es auch Annemarie gesagt hat, die sind einfach enorm und werden sehr selten auf den Tisch gebracht. Und ich glaube, es wäre vielleicht spannend auch und wert, näher zu schauen, wo dieser Impact liegt. Gibt es noch Meldungen zu diesem Thema? Ansonsten würde ich eigentlich zur letzten Frage kommen, weil ich auch auf die Uhr schauen möchte und vergleichbar mit Markus fragen, what next? In euren Projekten. Entschuldige, dass ich dich kurz unterbreche, Klaus. Bitte, es gibt eine Meldung von Michael Wahl. Der hat die Hand gehoben. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich bin ja nicht im Panel. Also ist das, ich habe nur eine kurze Ergänzung als Gesundheitsökonom gerade. Das passt gerade ganz gut. Habe ich 30 Sekunden? Genau, ich kann das, was Klaus Miesenberger gesagt, nur bekräftigen. Also es gibt tatsächlich Studien, die diesen Social Return of Investing gibt es auch ganz klar nachzeigen, gerade in der Gruppe ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. Das ist eigentlich in Deutschland nur eine Trennung durch Sozialgesetzbücher. Das eine SGB 5, das andere SGB 9, sind aber die gleichen Bedarfe. Und da sind immense Kosten. Also um ein paar Zahlen rumzuwerfen, ein Krankenhaustag in Deutschland kostet 5.000 Euro im Schnitt. Wenn wir jetzt uns zwei Leiden angucken, und zwar Rücken und psychische Belastung, das sind die zwei Riesentreiber in der Gesundheitsökonomie, zumindest in Deutschland, wird in anderen Ländern auch so sein. Und wir dann, was Annemarie gesagt hat, die Beschäftigten auch fit halten wollen, dann ist das mit digitaler Barrierefreiheit gut zu machen, weil gerade vorm Rechner sitzen und nicht mit entsprechender Vergrößerung, Skalierbarkeit oder auch, sage ich mal, psychisch gesund zu bleiben, weil man in einem Workflow bleibt und nicht 10% mit Bugs sich rumschlagen muss, beziehungsweise auch, weil die Überlastung ja dann vielleicht auch nicht steigt, weil man effizienter arbeiten kann. Das sind sicherlich Faktoren, die sind schwer vorstellbar, die sind komplex. Aber ich würde mir auch wünschen, dass da die Forschung mehr herangeht und auch die Industrie. Also mir fehlen da vor allen Dingen Versicherungsunternehmen, mir fehlt die Bankwirtschaft. Ich meine, Digital Payment ist nun wirklich kein Geheimfach mehr. Und wie manche Banken sich aufstellen in Deutschland ist schon, und gerade Versicherungen ist schon sehr, sehr rückwärtsgewandt. Und wenn die Digitalisierung da kommt, und die in Deutschland auch kommen soll, dann wäre es eigentlich ein guter Zeitpunkt. Und dann auch gleich das Ganze barrierefrei zu machen von Beginn an, wäre schön. Also ein kleiner Input mal an die Wirtschaft und damit will ich es auch wieder gut sein lassen. Dankeschön. Danke, Michael. Kurz doch noch die letzte Runde und ich möchte jetzt mit Alexander beginnen. What next? Was aus deiner Sicht sind, und ich muss um Kürze bitten, was wären die wichtigsten Dinge, was als nächstes geschehen muss, damit wir das Potenzial heben können? Ich glaube, wichtig ist einfach, dass die Leute das als selbstverständlich betrachten und wie es eben in anderen Ländern ist, nicht mehr als Add-on sehen, was man mitmachen muss. Ich denke, dann haben wir ganz viel gewonnen. Ulrike, aus deiner Sicht. Ich würde es auch ergänzen, also raus aus der Nische und ich habe vorhin schon gesagt, der Datenschutz hat zumindestens in der öffentlichen Verwaltung eine hohe Sichtbarkeit gewonnen und wenn wir das mit der Barrierefreiheit und den Barrierefreiheitserklärungen, die notwendig sind, genauso hinkriegen würden, wäre das super. Annemarie, danke. Ulrike. Ja, also mein Ansinnen geht darin, aus der gesetzlichen Sicht, die wir sehr, sehr häufig einnehmen, die ja eine strategische Sicht ist, und aus der operativen Sicht, die wir schon sehr, sehr gut teilweise auch pflegen, wo wir auch einen guten Wissensaufbau haben, wenn es zum Beispiel um Entwicklung von barrierefreien Webseiten geht, hier einen Schritt nochmal zurückzumachen und zu sagen, was müssen wir taktisch tun? Das heißt, welche Prozesse müssen wir aufmachen, um eine strategische Sichtweise tatsächlich flächendeckend in den operativen Bereich zu bringen. Sprich, welche Unternehmensprozesse brauchen wir hier?
welche Durchdringungen, Methoden brauchen wir hier, um Barrierefreiheit tatsächlich durchzusetzen. Ein Ansatzpunkt aus meiner Sicht ist zum Beispiel die Methode des Design for All. Vielen herzlichen Dank, Annemarie. Manu? Ja, ich konzentriere mich nochmal kurz auf unser eigenes Projekt hier an der oder Programm an der ETH. Was ich sehr schön finde, ist, dass wir in einem regen Austausch sind mit anderen Hochschulen hier in der Schweiz, gerne auch über die Landesgrenzen hinaus übrigens. Es wird sehr transparent auch kommuniziert. Es gibt eine Webseite zu den Programmen, die jeder aufrufen kann. Ich mache kurz Werbung, www.ethz.ch/hindernisfrei. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Meine Hoffnung ist natürlich in der Frage, what next, dass wir eben vorangehen können und durch unser Vorangehen und vorausgehen vielleicht jetzt auch unter den Hochschulen hier in der Schweiz, andere inspirieren und auch dazu aufrufen, Ähnliches auch zu tun. Ich finde auch unbedingt, dass wir da im Austausch mit den Leuten bleiben müssen und sein sollen, auch von anderen Hochschulen. Also die Konkurrenzsituation jetzt hier zu spielen, finde ich, dient der Sache überhaupt nicht. Und darum tun wir das auch nicht. Ich habe das auf alle Fälle auch von der Programmleitung immer so erfahren. Ich meine, was du sagst, Annemarie, unterstütze ich natürlich vollkommen, dass man auch die Prozesse anschauen muss und klären muss, wo muss denn was schon richtig laufen, damit es denn eben auch gut kommt und man nicht im Nachhinein verbessern muss, wie wir das nun halt vielerorts auch wirklich tun müssen. Dieses Design for All, Universal Design, wie auch immer wir das dann nennen wollen, im Betrieb, also vom Projekt auch in den Betrieb überzugehen, das wird für uns auch eine Herausforderung sein und eine Aufgabe, die wir aber unbedingt angehen wollen und auch werden. Vielen herzlichen Dank. Und damit möchte ich mich bei meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern bedanken für die Diskussion. Zum Schluss vielleicht, was auch im Vorherpanel aus meiner Sicht gesagt wurde, Ausbildung, Weiterbildung. Bei uns an der Universität ist Barrierefreiheit, barrierefreie Software und Webentwicklung in der Zwischenzeit eigentlich schon seit 15 Jahren ein Pflichtfach und ich fühle mich sehr einsam. Ich möchte andere Universitäten sehen. Ich möchte auch sehen, dass in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung Barrierefreiheit, assistierende Technologien verankert wird, um das Potenzial zu nutzen. Es ist für mich eine Schande, dass im Bereich der Sonderpädagoginnen, Inklusionspädagoginnen und so weiter, Digitalisierung noch kaum wo eine Rolle spielt. Wir haben eine Studie wieder gemacht, die Curricula sehen das überhaupt nicht vor. Und das sind für mich Ansatzpunkte. Ohne dem wird man das Potenzial nicht heben können. Und speziell auch, was mir immer fehlt, in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen selbst. Dass sie das Potenzial aufnehmen, Consulting aktiv werden und so weiter, die Organisationsstruktur umdrehen. Und das Bild, dass man eben Menschen mit Behinderungen in den Einrichtungen aufbewahrt, dass man das ein für alle Mal ändert und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Umgebung selbst zu gestalten und die Tore aufzumachen und aktiv zu werden. Dafür braucht es Aus- und Weiterbildung. Mit dem vielen herzlichen Dank für die Beiträge, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und zurück an Sabine. Super, vielen herzlichen Dank, Klaus. Auch Dankeschön an alle Diskussionsteilnehmer. Das war eine weitere spannende Runde. Einerseits haben wir gehört, dass das Gesetz eben als Hebel immer noch sehr wichtig ist, eindeutig, aber dass sich dann auch Barrierefreiheit mittlerweile als Qualitätsmerkmal mausert. Also es kommen wir weg von ich muss halt zu ich will auch, weil es mir was bringt und weil es mein Produkt, meine Dienstleistung besser macht. So, wir haben jetzt eine weitere Frage-Antwort-Session geplant. Mal schauen, Regine, sind Fragen reingekommen? Weil sonst übernehme ich nämlich das Stellen der Fragen. Ja, wir haben Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Ich lese sie mal vor, ist etwas länger. Die Frage, ich habe mich sehr intensiv mit digitaler Barrierefreiheit auseinandergesetzt. Oft ist das Problem nicht, dass Barrierefreiheit nicht gewollt oder gewünscht ist, sondern dass oft das Wissen fehlt. Es gibt zwar die BTV und die dazugehörigen Tests, aber die Richtlinien geben oft nicht her, wie Barrierefreiheit im konkreten Fall hergestellt werden kann. Hier benötigt man viel Wissen und auch viele Best-Practice-Beispiele, die man sich jedoch oft zusammensuchen muss. Das stellt für viele Unternehmen auch eine Barriere dar, da gerade in der Wirtschaft
einfach Zeitdruck für neue Produkte, neue Features und so weiter nicht existiert. Hier stellt sich mir die Frage, ob es nicht seitens der Politik sinnvoll wäre, dass jedes Unternehmen, das Software herstellt, im Idealfall einen Barrierefreiheitsbeauftragten hat, also einen Experten, der nicht nur die Richtlinien kennt, sondern diese tatsächlich auch umsetzen kann. Das ist im Nachsatz noch, dass dieser Experte sogar gefordert wird. Das ist die Frage einer Zuhörerin von eben. Ja. Ich kann versuchen zu antworten. Ja, ich unterstütze das, aber ich denke nicht, dass es möglich ist und auch sinnvoll ist, quasi zu fordern, auf welche Art und Weise es umgesetzt wird. Manche Unternehmen, manche Einrichtungen werden vielleicht besser damit leben, dass man Consulting nimmt, sich das extern zukauft. Andere werden eine eigene Abteilung entwickeln können. Und ja, ich glaube, ich bin vollkommen der Überzeugung, und das ist auch schon der Weg in diese Richtung, die verschiedenen Entwicklungsframeworks und Werkzeuge unterstützen Barrierefreiheit. Aber es fehlt noch der Anstoßpunkt, dass man das überhaupt wahrnimmt, überhaupt findet und auch mit umsetzt. Um das vielleicht kurz zu ergänzen, wir haben ja auf unserer Webseite, haben wir ja die Barrierefreiheitsstandards, die gibt es schon mal zusammengestellt. Und es gibt weiterhin auch Überlegungen der Überwachungsstellen in Deutschland, so eine Art Best Practice Dokumentation zu erstellen. Also welche Fehler werden oft gemacht? Was fällt in Prüfungen besonders oft auf? Und wie kann man die Probleme lösen? Also um da einfach auch ein bisschen Praxisbezug reinzubringen, weil wir ja auch wissen, dass die Leute, wenn sie sich für das Thema interessieren, eben oft nicht die EN-Normen kennen und wissen, was jetzt irgendwelche Anforderungen bedeuten. Also da gibt es von uns eine Initiative zu. Wir wissen noch nicht genau, wann wir die zeitlich wie hinkriegen, aber die Idee ist da und es gab jetzt auch das erste Konzeptionstreffen dazu. Also da einfach unsere Webseite auch beobachten. Da kann sicherlich in der nächsten Zeit was zu passieren. Danke auch an Alexander und an Klaus. So, ich sehe jetzt keine Fragen mehr. Regine, ich glaube, Annemarie und Manu haben beide die Hände gehoben. Ich denke, ja. Sie haben beide auch eine Antwort drauf. Dann, Annemarie, vielleicht gehst du zuerst. Ah ja, ich habe hier so viel Sonne. Ja, gern. Die Frage war ja zweiteilig. Zum einen, was kann sozusagen auch die Gesetzgebung dafür tun, eventuell? Und Alexander hat hier schon beantwortet, dass auf der Überwachungsstelle des Bundes in Deutschland hier Material sich befindet, wo man sehr, sehr gute Grundlagen, Wissen sich auch schon holen kann und auch Best Practices. Und hier möchte ich vielleicht noch ergänzen, dass es hier Arbeitsgruppen gibt, die genau das tun, also die sich verschiedene Teilaspekte anschauen und hier in diesen Expertengruppen auch Material erarbeitet, das wir dann den öffentlichen Stellen und natürlich auch interessierten Unternehmen zur Verfügung stellen. Und die Rolle, die hier angesprochen wird in Unternehmen, die gibt es tatsächlich in einigen Unternehmen bereits. Das ist die Rolle des Accessibility Chief Officers. Klingt ganz, ganz groß, ist aber auch tatsächlich so. Gleichwertig mit dem Inklusionsbeauftragten oder Datenschutzbeauftragten, also solche Rollenbeschreibungen gibt es bereits. Auch einige Unternehmen, die Rolle schon besetzen. Aber verpflichtend, da muss ich Klaus auch zustimmen, würde ich sie auch nicht machen. Es gibt viele Wege, um das Ziel zu erreichen. Das wäre eine Möglichkeit davon. Danke, Annemarie. Noch? Ich will mich ganz kurz anschließen, Entschuldigung. Ich sehe das genauso, dass ich jetzt nicht einen bestimmten Weg vorgeben würde. Ich finde, es ist wichtig, den Leuten klar aufzuzeigen, wo sie Hilfe finden, wenn es eben um ganz konkrete Beratung geht für Fall X oder Fall Y. Weil ich das auch ganz viel erlebt habe, dass die Leute verstanden haben, dass ein Problem existiert und wo es liegt, aber dass sie die Lösung nicht alleine finden und wo irgendwo so ein bisschen sich wünschen würden, dass man ihnen auf die Sprünge hilft. Und ich merke das jetzt auch ganz persönlich, ich komme eher von der redaktionellen Seite her, also nicht aus dem Technischen. Ich kann nicht wirklich beraten, wenn es darum geht, mit welchem ARIA-Attribut man nun wirklich in der Softwareentwicklung arbeiten müsste. Was ich aber tun kann, ist Redaktoren unterstützen. Und in den wenigen Wochen, die ich jetzt in dem Programm dabei bin und signalisiert habe, kommt auch auf mich zu, wenn es um Einzelfälle geht, habe ich doch schon einige Fragen erhalten und die Leute waren immer total happy, dass ich ihnen eben sehr, sehr konkret habe helfen können. Und von daher kann ich die Frage total verstehen, die von der Miriam Partberg gekommen ist.
dass eben genau diese Situation entsteht, dass die Leute dastehen und wissen, es ist nicht gut, wie es ist, aber wie soll es denn richtig sein? Und ja, die Wege, glaube ich auch, die können sehr verschieden sein und unterschiedlich. Das verpflichtend im Unternehmen vorzuschreiben, das würde ich nicht tun. Aber vielleicht auch ganz klar aufzuzeigen, wo denn Hilfe gefunden werden kann. Danke dir auch, Manu. Wir haben jetzt, soweit ich sehe, keine weiteren Fragen hier im Moment. Sabine, du hattest auch noch Fragen im Petto? Nein, aber ich glaube, Michael hat die Hand gehoben und auch Ulrike. Dann würde ich zuerst Michael das Wort geben und danach an Ulrike weiterreichen. Ja. Ja, danke. Ich wollte das gerade nur noch ergänzen. Die Frage von Frau Pattberg ist sehr zielführend, finde ich. Und eine kurze Antwort noch dazu oder eine kleine Ergänzung. Schön wäre es, wie das ja auch manche öffentliche Stellen schon machen, wenn die Unternehmen sich auch, und es gibt auch Unternehmen, die das machen, die hier beteiligt sind, das weiß ich, wenn eben mehr und mehr Menschen mit Behinderung selbst oder mit Beeinträchtigung selbst an diesen Stellen sitzen, eben Experten und Expertinnen eigener Sache zu sein, wie Klaus Wiesenberger das auch schon gesagt hat, weil das die sogenannte Credibility ja auch stärkt und weil man direkt, ich meine, Technik ist fluide und dynamisch, und wir sehen das an vielen Softwareprodukten, kaum etwas Neues eingeführt, ist der Screen Reader wieder raus. Also das als Daueraufgabe sozusagen oder als Dauerbesetzung, wirklich die Menschen mit Beeinträchtigung selbst, das hat natürlich auch was damit studieren gehen zu tun, mit Ausbildung zu tun, da beißt sich die Katze in den Schwanz, da anzufangen und den Klaus Miesenberger nicht alleine zu lassen mit seinem Curriculum, das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, aber auch für eine Wirkung in die Unternehmen und in die Wirtschaft hinein. Ich glaube, das ist ein zentraler Faktor. Danke, Michael. Ulrike, gebe ich das Wort noch an. Genau, ich würde auch gerne noch ergänzen, dass aus der Rolle der Überwachung, die wir ja jetzt die Berichte rausgeschickt haben, das heißt, viele öffentlichen Stellen in Deutschland haben jetzt die Berichte bekommen und eben auch die Aufforderung, sich zu melden, wenn Fragen da sind. Und das sind genau diese Fragen, die so niedrigschwellig sind, also die eigentlich, also jetzt aus unserer Sicht auch gar nicht schwer zu beantworten sind, aber wo ganz deutlich wird, was es für ein Bedarf ist und aber was auch für eine, also was für ein Interesse einfach auch an dem Thema da ist, dass es eben nicht nur darum geht, regulatorisch da jetzt irgendwelche Gesetze befolgen zu wollen, sondern wirklich auch die Sache inhaltlich zu durchdringen. Und ich finde, das motiviert dann auch noch mal mehr, da reinzugehen und ja, den Agenturen oder den Dienstleistenden das da eben Futter mitzugeben, wo sie sich weiter reinarbeiten können. Danke auch, Ulrike. So, Sabine, jetzt habe ich sehe keine Hände mehr, ich sehe keine Fragen mehr. Super, vielen Dank, Regine, und danke auch an alle, die da tapfer Antwort und Frage gestanden sind. Wir kommen schon zu unserem letzten Teil. Schon. Ich bedanke mich auch an alle Teilnehmer. Das Interesse ist offenbar groß, wenn man bei einem 3-Stunden-Seminar bis zum Ende dabei bleibt. Das ist ein gutes Zeichen. Und damit würde ich das Wort wieder an Michael geben, der uns mit einem Schlusswort noch einmal schön zusammenfassen wird, was jetzt eigentlich rauskommen ist bei unserem Seminar. Ja, danke Sabine. Ich versuche das jetzt mal nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Ich habe ganz viele Notizen mitgeschrieben, muss jetzt mit dem Screenreader ein bisschen durchgehen und versuche jetzt den ganzen Tag den weiten Bogen hier zu spannen. Ich fasse es vielleicht auch kurz, wenn noch Fragen sind. Vielleicht mache ich es in 5-6 Minuten und dann haben wir noch 10 Minuten Zeit. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich habe mitgenommen, dass grundsätzlich die digitale Barrierefreiheit natürlich ein Wachstumsmarkt ist, sage ich mal, wegen den zwei Stichworten Digitalisierung und Demografie. Ich glaube, das ist Konsens, da muss man jetzt auch keine Eulen mehr nach Athen tragen. Dann habe ich aus dem Vortrag von Herrn Kruse speziell zum European Accessibility Act was ganz Spannendes mitgenommen, nämlich dass auch die gerichtliche Durchsetzung zwar auch auf verschiedenen Ebenen da ist, aber auch in verschiedenen Ländern unterschiedlich ist. Und dass man durchaus auch als Kunde eine Mangelgewährleistung verlangen kann und die Unternehmen sich gegenseitig auch, ich will es mal positiv formulieren, motivieren können, digitale Barrierefreiheit einzuhalten. Wichtig fand ich auch, das ist mir jetzt persönlich erst so klar geworden, dass der European Accessibility Act und die EU-Webseitenrichtlinie, die ja beide auf Harmonisierung des Binnenmarktes zielen, strukturell, wie Herr Kruse gesagt hat, schon Quantensprung, aber ein großer Schritt ist und dass diese offensichtlich die EU und die Politik da aufgewacht sind oder ja, gewisse Bedarfe sehen, da eben zu regulieren. Und das ist, glaube ich, eine Chance, die
man weiter befeuern sollte. Dann kommen wir zum Panel 1. Da war ein sehr schönes Statement, ich glaube Klaus Höckner war das, der gesagt hat, Universalität und digitale Barrierefreiheit sind gemeinsam wichtig und sollten auch beide so verstanden werden, also dass eben digitale Barrierefreiheit in den Universal Design mit aufgeht. Und wir hatten einen Beitrag von der Kollegin aus der Schweiz, glaube ich, jetzt habe ich den Namen gerade nicht parat, die in Unternehmen berichtet hat, wie Menschen mit Behinderung dort eben wirken können und die assistiven Technologien eben dann auch die Menschen mit Behinderung nicht nur zu Mitarbeitern, sondern Mitarbeiterinnen, sondern auch zu Kunden und Kundinnen macht. Das ist, glaube ich, auch nochmal sehr wichtig auch für die Unternehmen, die in dem Sektor unterwegs sind, dass man nicht nur Kundinnen und Kunden gewinnt, sondern auch Mitarbeiter sozusagen vielleicht mit Expertise aufbauen kann und auch, da kommen wir gleich noch zu, die Arbeitsfähigkeit sozusagen, die Gesundheit investiert. Dann der Kollege aus den USA hat etwas sehr Schönes gesagt, wie ich finde, nämlich, dass der Kulturwandel wie das Entscheidende ist, also dass man digitale Barrierefreiheit oder Accessibility nicht mehr nur als Muss sieht, sondern auch irgendwo als ich will. Ich sehe da auch Potenziale drin und ich sehe da einen Mehrwert drin. Und dass hier die Awareness ein wichtiger Faktor ist, auch die Unternehmenspolitik eben zu steigern und, gut, das ist jetzt keine Überraschung, natürlich auch die Gewinne, die dann das Unternehmen damit erwirtschaftet. Und wir haben ja Beispiele, Unternehmen, die das schon tun, natürlich auch das Management auf der Ebene überzeugen kann, dass die digitale Barrierefreiheit, die Accessibility eine Investition, eine Lohne in die Zukunft ist. Dann gab es dieses schöne Bild der digitale Barrierefreiheit als Garten. Das fand ich irgendwie ganz schön. Hat mir jetzt so einen Dreiklang aufgeschrieben. Kümmern, gießen und pflegen führt zu Wachstum, was man natürlich auch möchte in diesem Zusammenhang. Und das eben als kontinuierliche Daueraufgabe auf der Management-Ebene gesehen werden sollte. Ferner hatten wir noch den Bezug von Klaus Höckner zu den Nachhaltigkeitszielen. Das fand ich auch nochmal spannend, die von der EU ausgegeben sind. Und dann natürlich Accessibility als sustainable, also als nachhaltig zu klassifizieren, ist natürlich richtig und wichtig und strategisch klug. Dann hatten wir ganz oft das Thema Ausbildung und Weiterbildung. Gerade zuletzt auch nochmal von Klaus Miesenberger angesprochen. Und wie gesagt, er muss ja nicht weiterhin alleine auf weiter Flur sein. Also das wäre natürlich ein Riesenschlüssel, um eben junge, neue Generationen, das haben auch zwei Teilnehmer nochmal gesagt, sowohl in der IT, aber als auch in der sozialen Arbeit und vielleicht auch noch in anderen Feldern, die man noch gar nicht so denkt, vielleicht in der Kulturwirtschaft oder im Tourismus, ich weiß nicht wo, auch da wird es digitale Lösungen geben und Public Transport, auch da Barrierefreiheit zu stärken, vor allem auch die Prozesse zu stärken zwischen, sage ich mal, barrierefreiem Bau und barrierefreiem Digitalen. Das geht ja immer ineinander über, wenn man sich überlegt, dass man im Endeffekt ja auch Terminals bedienen muss. Deswegen sind die auch im European Accessibility Act ja mit drin. Dann ging es noch darum, das fand ich auch sehr schön, die Energie der Barrierefreiheit oder der Accessibility mitzunehmen und zu generieren und vor allen Dingen, das hat Annemarie Nebe gesagt, eben da auch den Mehrwert nach aufzustellen und zu sagen, das ist sozusagen der Motor, der Taktgeber für die weitere digitale Barrierefreiheit. Dann haben wir das habe ich mir jetzt erlaubt, weil diese vier Perspektiven genannt worden sind, nach Tradition der Balanced Scorecard haben wir das ein bisschen, oder hat das Panel 2 das ein bisschen aufgeschlossen. Es gibt ja bei der Balanced Scorecard die vier Ebenen Finanz, Kunden, Mitarbeiter und Prozesse. Und wenn es optimal läuft nach der reinen Lehre, befruchten die sich gegenseitig, diese Prozesse. Die Finanz, haben wir schon genannt, ist natürlich mehr Umsätze, aber auch Innovation, eben vorne am Markt mit dabei zu sein, digitale Barrierefreiheit mit sozusagen als Erster zu prägen und vielleicht auch einen Burggraben zu generieren, um eben dann auch Gewinne zu erwirtschaften. Für die Kunden natürlich wichtig, weil die Produkte dann wichtig sind. Das wurde vorhin mal das iPhone angesprochen, was so als Nebenprodukt mir mein Studium total vereinfacht hat. Ich habe einmal vor dem iPhone studiert und einmal nach dem iPhone und nach dem iPhone war wesentlich einfacher. Die Mitarbeiter wurden angesprochen, also auch hier die Investition in Fachkräfte beziehungsweise auch der Erhalt von Fachkräften in Gesundheitsprävention und in Mitarbeiter, die am Puls der Zeit bleiben. Und das Letzte noch auf der Ebene Thema der Prozesse. Da habe ich mir etwas aufgeschrieben, das ist Barrierefreiheit
muss von unten sowie von oben kommen. Das hat die Kollegin von der ETH gesagt aus Zürich. Und dort eben auch nochmal, dass die Prozesse ganz wichtig sind, dass sie von Anfang an mitbegleitet werden und auch von der Management-Ebene gewollt sind. Zuletzt hatten wir noch die Diskussion um den Impact der digitalen Barrierefreiheit. Da fand ich ganz, ganz spannend von Annemarie Nebe die 10% für die Bedienfehler. Ich glaube, die kenne ich auch. Und die natürlich zu minimieren, wäre natürlich schön und wichtig. Also auch die Frage immer, wie kann digitale Barrierefreiheit gemessen und sozusagen auch an die Frau, den Mann verkauft, gebracht werden. Und als letzten Punkt hatte ich nochmal den Professor Miesenberger, der gesagt hat, und das finde ich auch nochmal eine wichtige Sache, dass Menschen mit Behinderung auch hier nochmal die eigene Umwelt mitgestalten lernen dürfen oder man ihnen auch durch die digitale Barrierefreiheit vielleicht erst ermöglicht, an der Gestaltung der Umwelt zu partizipieren. Und zum Schluss würde ich das Ganze vielleicht zusammenfassen wollen, das kann man jetzt aber gerne auch noch diskutieren oder abrunden, dass man im Sinne der digitalen Barrierefreiheit den barrierefreien und universellen Garten pflegen und wässern sollte, damit er eben in die Zukunft wächst. Das ist so das, was ich vielleicht zusammenfassen wollte. Und damit möchte ich wieder zurück an die Moderation gehen. Super, Michael, vielen Dank. Ich denke, das war wirklich eine schöne Zusammenfassung von 3 Stunden Diskussion. Da haben wir alle die Keynotes oder die Cliff Notes, mit denen wir nach Hause gehen können. Das macht es natürlich leichter. Vielen Dank. Eine Frage an Regine. Ist noch irgendwo eine ganz dringende Frage reingekommen an die Sprecher, die wir noch beantworten sollten? Du bist auf Mute, Regine. So, ich gucke nochmal. Ich sehe da keine Fragen mehr. Na schau, dann gehen wir einfach positiv davon aus, dass wir alle Fragen beantwortet haben. Wenn es aber noch welche gibt, dann lade ich alle Teilnehmer ein. Verbindet euch mit den Sprechern. Es sind eigentlich alle auf den sozialen Medien, LinkedIn, Twitter, Facebook und so weiter zu finden. Seid nicht schüchtern, schickt eure Fragen. Ganz wichtig auch, dass wir untereinander vernetzt sind und dann können wir diese 2 Hauptprobleme, diesen Mangel an Wissen und dann auch die Überlegungen zu, wie implementiere ich das dann möglichst früh, gemeinsam angehen. Damit auch die Einladung ein bisschen in Eigenwerbung für IAAP Dach. Schaut auf die Internetseite. Wir haben jetzt eine tolle Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum, dass wir auch deutschsprachige Ressourcen zur Verfügung stellen können und auf Deutsch über die Sachen diskutieren können. Und wir freuen uns natürlich, wenn viele Leute das auch in Anspruch nehmen. Mein Call for Action zu allen Teilnehmern wäre dann einfach, nehmt die Information und tragt sie raus. Tragt dazu bei, dass Barrierefreiheit diesen Touch von muss ich und ist schwierig verliert und einfach, dass die Leute erkennen, das ist ein tolles Thema, da gibt es viel Potenzial, da kann man super kreativ sein. Dann bedanke ich mich bei allen Sprechern. Ich habe viel gelernt, ich habe wieder neue Experten kennengelernt, habe neue Informationen bekommen und gehe mit einem Haufen Ideen aus dem Seminar raus. Das freut mich besonders, vielen Dank. Und damit gebe ich dann für die ganz letzten Schlussworte an Regine zurück. Vielen Dank. Ja, wir haben es prima in der Zeit geschafft, dank der Supermoderatorin. Ja, vielen Dank, Sabine, zunächst mal für deine Moderation. Und wir danken natürlich allen unseren Sprechern und Sprecherinnen und euch Moderatoren, Markus und Klaus. Ein ganz herzliches Dankeschön auch an Michael Wahl mit deiner Keynote und dem Schlussakkord. Und begleitet noch von Clemens Kruse über den gesetzlichen Hintergrund und Rahmen. Also das war sehr schön und inspirierend. Und ich denke, jeder hat, hoffe ich, viel gelernt. Und wir haben jetzt hier nochmal eingeblendet. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr, wir haben schon das Datum am 15. September, uns live und in Farbe alle sehen. Wir wollen das M-Enabling Forum Dach in Düsseldorf hier machen, zeitgleich mit der Reha Care Messe und auch die IAAP Dach Jahrestagung, Jahrestreffen stattfinden lassen. Da laden wir euch schon mal alle herzlich ein, werden auch dann entsprechend noch nähere Details versenden. Für Fragen und Anregungen schreibt uns
ich gebe noch mal was der Adressen durch. Regine Gessner wäre meine E-Mail-Adresse, gessner@ijjkgermany.de. Meine Kollegin Conny Rippe hat E-Mail conny.rippe@ijjkgermany.de oder über unseren Verband IAAP DACH, das deutschsprachige Chapter der Internationalen Association of Accessibility Professionals. Webseite schon angesprochen von Sabine, www.iaap-dach.org und E-Mail-Adresse kontakt@iaap-dach.org. Wem das zu schnell war, wir werden in den nächsten Tagen in allen noch per E-Mail Informationen zuschicken und die wichtigen E-Mail-Adressen und Webseiten da auch mitteilen und kommunizieren. Ja, herzlichen Dank nochmal an alle Beteiligten. Alles, alles Gute. Und ich denke, wir gehen jetzt am Wochenende alle schön gärtnern und pflegen unsere Gärten im Sinne, wie wir es gelernt haben. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.